Cookies, Comic-Cookies, lecker. Ein frohes neues Jahr wünschen. Honi. Flori. Ah. Und Feli. Und Steffen. Und Steffi. Der ist nicht wichtig. Und Brüti ist nicht da. Wir vermissen Brüti ganz. Worüber habe ich geredet? Aber was wir ankündigen können, ist, dass er angekündigt hat, eine Spezialepisode mit einem alten Bekannten aufzunehmen, aber mehr verraten wir an der Stelle noch nicht. So. Genau. Popo Sex. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Wie geht ihr ab, Inception? Ich glaube, Feli hatte Stöffchen vorher. Na gut. Ich brauche kein Stöffchen, um gut drauf zu sein. Fein. Wunderschön. So. So, willkommen bei den Comic Cookies. Die Sendung mit Niveau. Mit der Creme. Die das Sendung war mit der zumindest, Creme. War zumindest irgendwo unter dem Tisch hier. Also, ja. Ja, wir sind ja schon ganz unten. Viel tiefer willkommen geht's bei nicht. Den Comic Cookies. Folge 43. 43. Das letzte Mal. Folge XX. Im Radio. Leute, wir waren im Radio. Ja, ja. Das war aber eine Spezialausgabe, genau. Und niemand hat angerufen, schämt euch. Ja. Das nächste Mal erwarten wir aber mindestens einen Anruf. Wir wären aber damit auch, glaube ich, noch echt überfordert gewesen. Darf ich kurz anmerken, dass ich auf dem Geburtstag von Albans Mutter jemanden kennengelernt habe, der kurz vor uns im Hörerfenster war. Ah ja, und ich habe gestern mitgekriegt, dass jemand vom Podcast der Workshop in der Sendung da hat. Oh, schön. Auch schön. Genau. Ja. Leute, hört es euch an. Radio X. Radio X und ja, wir hoffen, dass das nochmal klappt. Also fanden alle ganz schön und das nächste Mal übernehme ich das mit dem Regeln ein bisschen, damit der Flori da nicht ganz so überfordert ist. Der Flori ist einfach unser DJ. Ja. Und er kann halt nicht sprechen, wenn er gerade am Plattenauflegen ist. Deswegen Ich möchte keinerlei Kritik darüber hören, das war unser erstes Mal. Nein, es gibt auch keine, weil ich habe ja alles rausgeschnitten. Die Sendung ist 5 Minuten lang. Aber es fehlen immer noch 2 von den Vorstellungen und ich weiß auch, was wir beim nächsten Mal anders machen. Nämlich, ich lasse einfach die Mikros aufstehen, wenn ich zum DJ-Pult gehe. Voll die Top-Idee, ne? Ja, oder dass wir das nicht gleich verkaufen. Regel halt oder so. Das kann man ja irgendwie. Also, ich fand es jetzt so. Gucken gleich, ja. Bin schon durch. Du musst jetzt noch. Achso, ich muss noch. So. Okay, dann redet ihr doch mal. Genau. Hallo. Wir sind ein Podcast, der Comics bespricht. Ja. Und wir machen. Wir essen währenddessen meistens Cookies, aber heute mal nicht. Niemand hat Kekse mitgebracht. Ihr müsst uns Kekse schicken. Dabei Leute, haben wir jetzt sogar eine Star Wars Cookie Char. Und da ist das obligatorische, die obligatorische Sirene ist auch schon wieder dabei. Wir haben alles Geld in diese Cookie-Dose gespendet, deswegen haben wir jetzt keine Kekse. Ihr müsst uns Kekse spenden. Ja, das ist leider wahr. Ja, was gibt's denn? Die Sirenen gibt es einfach, weil 2 Krankenhäuser hier in der Nähe stehen. Ja, ein bisschen Input. Haben wir da nicht schon ein paar Mal drüber geredet? Soll ich einfach anfangen? Das ist offenbar. Wild und gefährlich. Der schönere Teil von Frankfurt, meinst du? Ja, genau. So. Der Vorort, das der schöne, kuschelige Vorort. Ja, heute ist Alban mal dabei, auch wenn er nicht viel hören wird, aber er wird ein bisschen was erzählen. Ja. Alban, erzähl doch mal ein bisschen, was für Comics du mitgebracht hast. Ja. Oh ja. Ich habe im Archiv meines Stiefvaters gekramt und habe ein paar lustige Uraltsachen rausgeholt. Und zwar vor allen Dingen alte möglichen Ausgaben von Verlagen, die ich glaube zum Teil gar nicht mehr existieren. Mhm. Oh nee, Harper existiert noch. Hust. Ja, gerade so. Genau, ich habe einfach mal so reingegriffen, habe rausgezogen, Tassilo, erschien im Delta Verlag. Ich glaube, das wurde sogar neu aufgelegt vor kurzem. Mhm. Matti erzählt, erschien im Harper Verlag, 2 Bände, keine Ahnung, was das eigentlich ist. Ja, Mann. Die Träume des kleinen Robin, K.
Carlsen Comics. Die hießen ja schon Carlsen Comics. Gezeichnet von Hermann. Die meisten Leute wahrscheinlich eher kennen von Jeremiah und anderen. Außerdem Gin und Fitz. erschienen bei Semik. Ich glaube, die existieren nicht mehr. Wenn ja, schreibt uns und einfach zwar, die sind aber noch mehr erschienen unter dem Begriff Harry und Platte bei Carlsen Comics. Ratet mal, welche Frisur Platte hat. Ja, genau. Ja. Der eine ist Harry und der andere ist eine Platte. Nein! Das Lustige ist, was ich nicht wusste. Wie benenne ich Charaktere sinnvoll? Auf Deutsch. Oh Mann! Sorry, den habe ich eben gerade erst geschnitten. Genau, was ich nicht wusste, das ist ein ziemliches, wie heißt man das, Urgestein der franco-belgischen Comic-Szene. Und zwar, jetzt weiß ich kein Französisch, wie spricht man sowas aus? Doch, da kann doch jemand Französisch hier. Sie. Der französische Name? Harry und Platte. In Klammer. Im französischen Original, Tiff et Tondu. Tiff et Tondu. Okay. Wunderschön. Keine Ahnung, was gesagt wurde, aber das ist okay. Du bist taub. Und das ist. Die Serie läuft wohl schon seit den späten 30ern. Die Serie gibt es seit den späten 30ern. Okay. Und obwohl diese Version ist, glaube ich, erst. Also diese Comics sind, glaube ich, aber aus den 60ern. Von einem anderen Zeichner als dem ursprünglichen Zeichner. Und in Deutschland ist auch nur diese Variante erschienen. Also die alten, ja, ganz alten sind nie nach Deutschland gekommen. Und ich glaube, sie wird auch nicht mehr veröffentlicht. Um was geht es? In Frankreich läuft die sogar, glaube ich, sogar noch. Oder läuft sie nicht. Sie bis in den 90ern. Um was genau. geht es denn? Das hängt ganz stark von dem Autor ab. Okay. Also die ich hier habe, ist mir so ein fantastische Detektivgeschichten. Mit wirklich... es ist sehr fantasievoll. Also in diesem einen Band, den ich hier habe, sind sie irgendwo in der Karibik unterwegs, werden entführt, landen auf Inseln, in geheimen Inseln, Geheimbasen von Superschurken, fliehen mit einem Flugzeugsturzen in China, im chinesischen Meer ab, werden von amerikanischen Kreuzern aufgegriffen und, genau, sie fliehen im U-Boot von der Insel, werden von einem amerikanischen Kreuzer aufgegriffen, landen in den USA und fliehen dort mit Motorrädern auf einen Raketenstartplatz, um dann irgendwo wieder mehr abzustellen, um vom Superbösewicht wieder aufgegriffen zu werden. Also es ist krass, aber es ist extrem cool gezeichnet. Ist, wie gesagt, oldschool, ist halt alt. Und diese Geschichten sind sehr, sehr cool. Und ich will mal gucken, ob ich davon noch mehr auftreiben kann. Und dann würde ich auch ein bisschen ausführlich über die reden. Mhm. Vielleicht, der Band heißt Die weiße Hand schlägt zu und das Cover ist Band 1. Das Cover ist seltsamerweise schlechter gezeichnet, als was innen ist. Das ist komisch, das deutsche Cover. Das ist total komisch. Ich glaube, komisch. Das ist anders. Ich würde noch mal gucken, wie die Cover sind. Das ist ein Ausschnitt aus einem Panel, aufgeblasen. Dadurch wirken die Linien. Ich glaube, es ist eine Montage. Als ob die einfach fünfmal so dick sind und dadurch ist. Künstlicher Hintergrund dazu und ja. Das heißt künstlicher Hintergrund, sie haben einfach alles grün gemacht. Ja, genau. Also die Aufmachung ist viel schlechter als das, was einem drinnen dann erwartet. Mhm. Ist halt klassische Tuschezeichnung, franco-belgisch, sieht gut aus. Also oftmals hat man es ja so, dass das Cover besser aussieht als der Inhalt, aber da ist es jetzt genau andersrum. Ich habe noch andere Sachen ausgraben, und zwar Agent 327, den ich ganz, 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 ganz großartig finde, auch in allen möglichen Varianten. Okay, so allen möglichen sind es hauptsächlich Ehapa und die Lila Gorilla Comics. Nein, das ist auch Ehapa. Was auch immer die Lila Gorilla Comics ist. Ich glaube, Agent 327 muss man, glaube ich, gar nicht so krass vorstellen, weil das viele kennen. Und ich glaube, es wird auch wieder aufgelegt. Es ist auf jeden Fall ganz, ganz großartig.
Ich habe genug Wahl. Genug Wahl. Das ist genug, ja, und es ist ein Geheimakte Stimmbruch. Was ist das? Geheimakte Kettenmolch. Oh, ist das über einen niederländischen Geheimagent? Und der niederländische Geheimdienst hat natürlich ganz andere budgetäre Möglichkeiten als die CIA oder sonst was. Und es ist, ist im Grunde eine Verarschung auf Bond, aber auf ganz, ganz großartige Weise. So, wir haben großartig, oder? Gerade alle unseren... Oh mein Gott. Also ich kann Agent 3-7 uneingeschränkt empfehlen. Ganz Steffen kurz will kurz seinen Eindruck beschreiben. Man sieht hier eine Präsidentenfigur, also ich sag mal so Abraham Lincoln nachempfunden, der begleitet wird von einem einem Gitarre spielenden Bär. Weiß jetzt nicht, ob man sich noch an die Disney-Bären erinnern kann. Da gab es mal so einen Film, wie hieß denn der? Keine Ahnung. Bärenbrüder? Nee. War ein Realfilm, also ein Puppenfilm. Puppenfilm war nicht. Ja. Also kommt dem sehr nahe. Also voll das Klischee hier. Herz, darf ich kurz herrlich meinen ersten Eindruck beschreiben? Wir sehen eine Raumstation. Wir sehen Wissenschaftler vor dem Satellitenbild, den die Raumstation erzeugt. Sie zoomen auf die Erde ein, direkt auf den nackten Hintern einer Dame, die sich in der Sonne sonnt. Großartig. Ja. So, der Hyper-Tele-Schnuffelscope war eine Nahaufnahme. Auf Nahaufnahme eingestellt. Hyper-Tele-Schnuffelscope. Herrlich. Auf den Popo von der Dame, die L liest. Die Zeitschrift gab es wohl damals schon. Mhm. Super, großartig, kein Spaß. Und danach stiehlt irgendjemand Teppich. Ich bin mir nicht sicher, wie das zusammenhängt. Egal. Ich habe hier lustige Russen mit Russenmützen, damit man erkennt, dass das es Russen sind. Werfen sie auf die Badewanne. Und einer singt Kalinka. Jemand anderes sagt, Kalinka ist mein Lieblingslied. Ja, also die Klischees hat man das sehr bedient. Also das ist schon... Kalinka ist mein Lieblingslied. Das ist das einzige Lied, was ich singen darf. Das ist das einzige, was anerkannt ist vom. Also ich finde, alle Agent 3-7 Bände, die ich gelesen habe, sind alle ganz, ganz großartig. Ganz große Literatur. Ja. Erinnert mich an eine Art von Austin Powers, den ich auch sehr gerne mag. Mhm. Behave, Baby. Großartig. So. Wobei ich sie hauptsächlich als Kind gelesen habe. Und ich glaube, das meiste habe ich gar nicht so gut verstanden. Ja, das macht es, glaube ich, nur besser. Früher habe ich Clever und Smart geliebt als Kind. Wenn man sich heute den Shit durchliest, wie bescheuert, frauenfeindlich und sonst was der ist, dann möchte man eigentlich nur noch nehmen und einfach auf so eine brennende Flamme werfen. Ja, yeah, Clever und Smart. Meine Mutter war auch nie so happy, dass ich die immer haben wollte. Clever und Smart? Clever und Smart ist eigentlich Tom und Jerry, oder? Also vom... Ja, nein, das ist noch schlimmer. Frauenfeindliches Tom und Jerry. Also, egal. Ja, in Tom und Jerry gibt es einfach keine Frauen, fast nie. Genau, außer mal weibliche Katzen, die auch nichts von Tom wollen. Also, ja, das Übliche. Niemand mag Tom. Ja. Niemand mag die Katzen. Ich glaube, Walt Disney hatte was ganz grundlegend gegen Katzen. Das ist gar nicht Walt Disney, das ist Warner Brothers. Die mochten auch keine Katzen. Ja. Wer ist die ganze Chef? Der hat keinen Kopf, ne? Die haben keinen Kopf. Genau. Dann habe ich noch ein paar andere retro-futuristische Sachen rausgegraben. Und zwar vermutlich Luc Orient. Luc Orient. Genau. Orient. Und das ist UC im Grunde... lässt, heißt L'Orient. So, ich weiß gar nicht, wie bekannt es ist, weil ich habe das Gefühl, es ist eine merkwürdige Rip-Off von mehr anderen, bekannteren, beliebteren Serien. Es ist im Grunde Flash Gordon-Style, Retrofuturismus. Korans Rache. Es ist alles silly. Die Waffen sind irgendwelche Kugeln mit Stäben drin, also irgendwelche Drähte und komische Zacken und... Alle haben seltsame Helme auf und dumme Klamotten an. Hässliche Klamotten sind total futuristisch. Möglichst unpraktisch und seltsam aus Plastik. Warum hat der so ein Schuh-Ding? Würdest du mal gucken, ob da wenigstens keine Raumschiffe in Penisform drin waren? Nee, bisher nicht. Die sagen, alles, was ich bisher gefunden habe, hatte Bügeleisenform. Okay. Ja, das hier ist sehr eckig. Das sieht alles eher nach Haushaltsgegenstand aus. Genau. Also, wenn man... Dildos nicht zu Haushaltsgegenständen zählt, versteht sich. So.
Hier sind fliegende Untertassen. Guck mal, der hat eine Zitter als Ich glaube, das typische Thema dieser Geschichte ist immer auch Steinzeitmenschen treffen auf Weltraumkulturen. Hier gibt es einen Handschuh. Der hat nur drei Finger, also man steckt den Daumen in eins und zwei weitere Finger in eins. Und das ist kein Handschuh, das ist ein Energieumwandler. Natürlich. Und damit schießt du dann Zeug rum, also Energiedings. Ach, davon hat Spock diesen Folgeschaden, ja? Dieses Feuerzeug, ist das ein Feuerzeug oder ist das eine Waffe? Das ist bestimmt eine Waffe, Oni. Okay. In der Zukunft brauchen sie keine Feuerzeuge. Das hat nicht mal einen Auslöser. Der Auslöser ist montiert, fest. Den kann man nicht drücken, das ist großartig. Also der drückt trotzdem drauf. Ich weiß nicht, wie. Also hier benutzen alle diese coolen Handschuhe, die sind voll awesome. Und dann jetzt hat sie ihn weggeworfen. Nein, sie hat ihn doch wieder mitgenommen. Was ist das für ein Kajak mit Flügeln? Also auf dieser Seite hat sie einen Handschuh und bekämpft ein Monster damit. Dann wirft sie es weg, weil das ist jetzt böse und so, weil Kämpfen ist nicht okay oder so. Und dann kommt sie zurück und nimmt den Handschuh doch mit, weil sie beschlossen hat, dass da vielleicht noch mehr Monster sein könnten. Okay, wir haben eindeutig zu viel Spaß mit diesem Comic. Retro ist immer gut. Retro ist super. Also die Farben zum Beispiel sind halt auch... Die Farben sind großartig. Total abgefahren. Alter. Es ist aber sehr pastelllastig Rauch, bei mir. Ja, sehr pastell. Auch hier. Rosa Rauch. Die Damen sind leichtes Hellblau, weiße Haut. Ja. Also sehr abgefahren. Sie hat hellblaue Haare und leicht bläuliche Haut. Ich glaube, wahrscheinlich haben wir dieselbe Tussi hier. Vermutlich. Sie ist Miss Sexy. Sie ist wichtig. Okay. Sie hat ein rosa Kleid an, damit sie niedlich aussieht. Unser Protagonist ist übrigens blond. Mhm. Also das Einzige. Ja, natürlich. Bisher. Natürlich, er ist der damals waren die Standardmänner blond, die sexy Typen Kirk und so weiter. Ja. Sind eigentlich alle blond? So postfaschistischer Idealtyp, ne? Genau, ich habe noch mehr. Ja, und das kam aus Amerika, der kam meistens. Ja, da gab es auch genug von der Sorte. So, auf Gerda! Und zwar die ersten drei Bände von Gianni Futuro. Ah ja. Der wird auch erschienen im Semi-Verlag. Ja. Okay. Für den unglaublichen Preis von einer D-Mark. Mhm. Also, nicht offiziell. Gut. Offiziell waren es 4,80 Mark. Und das ist... Hatte seinerzeit der Sepp schon mal vorgestellt. Sehr Jugendstil angehaucht, vom Stil her. Die Kolo ist ganz anders als bei den vorigen. Bände. Die Kolo ist viel dezent. Das ist nicht so, die ganzen Haare sind blau, sondern wir machen jetzt Akzente. Mhm. Und ein bisschen... Auch sehr pastelllastig von den Farben. Red weiter. Nee, hier sind die ziemlich knackig. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Also sehr Hier wird es krass. Blau. Jugendstil. Warum ist Richtig. Album? Warum kommt hier Batman? Wobei sich das ein bisschen wandelt über die Zeit. Warum Aber ist es ist immer noch Batman? Design. Der Witz ist, ich hätte am Anfang gedacht, dass ich das als Kind... Alter, nicht so viel rumzackeln. Bam. So. Destruction and despair. Das hält mich nicht mehr so richtig. So, ich habe doch gesagt, das ist fragil. So. Ja. Ich glaube, dem Steffen seine Tasse, dass er die... Ja. Ding so. Warum ist hier Batman? Mal. Ich Wo möchte sind wissen, wir? Warum da Batman ist. Oh, ja. Warum ist Batman da? Da ist Batman. Da ist wirklich Batman. Ja. Es ist sogar Batman. Ja, er hat ein Batman-Logo. Ich weiß, das ist das Phantom und da ist Batman. Sie sitzen zusammen in einer Untertasse. Wer ist das da nochmal? Der ist doch auch bekannt, der auf dem Bildschirm da. Einmal nicht wegblättern. Wer ist denn der da auf dem Bildschirm? Der ist doch auch bekannt, die Comicfigur auf dem Bildschirm. Wer ist das? Hm. Sag mal. Das ist ziemlich silly. Ja, ich merk's. Also da fliegen Batman und das Phantom fliegen da gerade durch Danny auch, Futuro. Auch eindeutig eindeutig auch mit Symbol und so, ne? Ja, genau. So richtig schöne Copyright. Also hier ist Unterwasserwelt. Das ist alles sehr futuristisch. Also eben sah es ein bisschen nach Neandertalern aus und jetzt sind sie bei Ariel, der kleinen Meerjungfrau oder so. Vor allem, ihr sitzt doch von jemand anders drin und jetzt auf einmal... Genau. Ja gut, das ist irgendwas Franco-Belgisches hier, aber das ist, würde ich sagen, irgendeine... Random-Figur. Random. Und jetzt sind sie bei Disco ist nicht tot angelangt, denn sie haben alle diese coolen weißen Anzüge, diese Ganzkörperanzüge mit ausgestellten Beinen. Disco ist nicht tot. Ich dachte, vor allem im ersten Band, ist das der erste Band? Das ist der erste Band. Ja. Ich dachte, es wäre ein Mädchen, als ich es zum ersten Mal gelesen habe als Kind. Wer? Danny Futuro. Ja.
Aber der Ausschnitt ist ein bisschen zu tief für ein Mädchen. Ja. Yeah. Ansonsten ja. Später, ja. Ja. Okay. Guck mal, Meister Brocker. Popper. Ja. Meister Popper auch, ja. Copyright Infringement. In den 80ern noch kein Problem. Mhm. Offensichtlich. Oh, ich erinnere mich an die Silly-Geschichten. Ja. Oh je, je, je. Gut. Genau. Und noch mehr Sci-Fi, Retro-Sci-Fi-Kram. Und zwar habe ich auch noch rausgegraben. Yoko Tsuno. Mhm. Ja. Die meisten davon sind die Carlsen Verlag Ausgaben, bis auf eine. Und zwar ist das, ich weiß nicht, was für ein Verlag ist. Ah, das ist Bastei. Wir sind noch nicht fertig über Danny Futuro. Moment. Erl hat lustige Kommentare in den einen Comic geschrieben. Ich vermute, es war Erl oder jemand anders. Das ist vermutlich aus der Comic, das ist Magazin aus Auskopplung oder sowas. Eine Submarke. Topics, Comics der Spitzenklasse aus dem Bastei Verlag. Ich weiß nicht, von wann die sind. Mhm. Alt. Alt, ja. Also so sieht es zumindest Anno aus. Anno dazu mal. Hier steht 89, keine die zweite Ahnung. Auflage von ist 89. Und dort ist Yoko Tsuno noch anders geschrieben, nee, wenn sie Deutsch spricht, nämlich mit J am Anfang und Z. Und mit dem tollen, ist es mit dem tollen Slogan, das Karate Girl. Das hört nicht mehr. 76. 76, okay. Steht hier. 76, okay. Vom 1. Januar 76. Es kann sein, dass es sogar noch älter ist. Ich bin mir nicht sicher, wie steht was von 76. Mhm. Ja. Mhm. Also die deutsche Ausgabe, kannst du davon ausgehen, dass dann die französische dann mindestens aus 75 war? Wenn das vom Januar ist. Also das hier zum Beispiel ist von 79. Das ist die unterirdische Begegnung. Und ich würde vorschlagen, wir besprechen Yoko Tsuno vielleicht das nächste Mal im Detail, wenn du die gelesen hast. Gerne, ja. Ja. Genau. Du ist übrigens Flori, den geneigten Leser. Zuhörer, Oni, Zuhörer. Ich mag die sehr und ich habe bis jetzt, glaube ich, nur... Es gibt ja auch Text zu lesen, lieber Hörer, aber... Ich bin so verwirrt. Vor allem solltest du zuhören. Aber es ist auch ein interessantes Detail noch. Also interessantes Detail zu Yoko Tsuno ist noch, dass am Anfang war es geplant, was man auch im ersten Heft sehr stark merkt, war es geplant als Team. Mhm. Also man sollte ein Fernsehteam interessante Abenteuer erleben. Mhm. Ich glaube, in Deutschland heißen sie Viktor Knut. Genau. Wobei ihre Namen sich wahrscheinlich auch noch mal teilweise, je nachdem, wer sie veröffentlicht, ändern. Nee, Vic und Knut. Joko. Vic und Knut. Und über die Zeit, sie haben gemerkt, dass es die Joko ist so gut angekommen, beziehungsweise auch beim Autor selbst, dass er gemerkt hat, er hat eine total geniale Heldin in der Hand und hat dann quasi die Serie umstrukturiert und sie zur zum Hauptcharakter gemacht. Mhm. Also. So. Die alten Knacker haben wir ja schon mal vorgestellt, den ersten Band, und ich hatte es dem Flori mal zum Lesen mitgegeben und den zweiten Band auch. Deswegen haben wir gesagt, wir können da ganz gut gemeinsam mal drüber sprechen. Fangen wir erstmal beim ersten an. Das heißt, formell muss ich da jetzt gar nichts mehr zu sagen. Es ist franko-belgisch, es ist handwerklich sehr, sehr gut gezeichnet, würde ich mal sagen. Deine Eindrücke kannst du ja trotzdem schildern. Ja, so die Bild- und Panel-Aufteilung, Seitenaufteilung, das sieht alles sehr, sehr professionell aus. Es ist ein Hardcover DIN A4. Mhm. Wunderschön. Zur Geschichte. Im Kern geht es um drei alte Knacke und dann eine tote alte Frau, die durch ihre junge, hübsche Enkelin vertreten wird. Komischer Zufall. Vertreten? Ja. Inwiefern? Ja, weil sie ja mittlerweile verstorben ist. Ja. Und gut. Du meinst als Teammitglied quasi? Oder als Teammitglied wird sie dann praktisch durch ihre Enkelin vertreten, die aber eigentlich auch gleichzeitig charakterlich ein ziemlicher Klon von ihr ist. Also das fand ich schon mal so ein bisschen merkwürdig. Mein Gott, ich hätte jetzt auch kein Problem gehabt, mal einen Comic mit einer alten Frau zu lesen. Habe ich schon öfter. Der kommt ja im zweiten Teil noch vor, die alte Frau. Ja, kommt noch vor. Aber jetzt nicht mehr die Tote, ne? Nee. Also das wäre... Spoiler!
Nein. Spoiler, Spoiler. Spoiler? Nein, okay. Ist kein Spoiler. Okay. Naja, also bis jetzt habe ich die halt nur in Flashbacks gesehen, wo sie natürlich auch jung und schön ist, wie sich das in einem Comic gehört. Nein, ich meine, nicht die Frau ja. kommt davor, aber eine alte Frau kommt vor. Okay, wir wissen doch, dass Leia alt geworden ist, ist nicht in Ordnung. Ja. Deine Fantasien werden erfüllt. Ja, aber nur als Nebenfiguren. Ne? Ja. Damit du die Fans ja, nicht überaufregst, sind alle hässlich. Ja, ich finde ich ein bisschen arm. Also da diese Figur sehr, sehr zentral ist, hätte ich mir gewünscht, dass die bei den alten Knackern natürlich auch alt und dabei ist. Ja, also das fand ich so ein bisschen, da habe ich so gemerkt, irgendwie bin ich schon ein bisschen progressiver als dieser Comic jetzt. Obwohl der erstmal sehr progressiv tut. Ne? Also da gibt es jede Menge rebellische Aktionen. Mhm. Also es werden so... Ja, Revolution möchte ich jetzt nicht sagen, das ist in meinen Augen nochmal was anderes, aber es wird halt sehr viel gegen das Establishment, gegen den Kapitalismus gewettert. Mhm. Auf der anderen Seite sind die Figuren aber eigentlich auch selbst knietief drin. Mhm. Also ihre rebellische Pose ist eigentlich auch erstmal vor allem eben eine rebellische Pose alter Knacker, die jetzt halt nicht mehr bei der Daimler-Benz im Vorstand sitzen. Ja. Und aber wirklich, Revolution sieht für mich anders aus. Zwei von ihnen waren schon ganz dick dabei, haben dick verkauft, richtig Geld gemacht. Gut, einer jetzt nicht, aber er wohnt jetzt auch wieder bei einer Salondame. Ja, also ich sehe in diesem alternativen Wohnprojekt, das ist eine gute, schöne Sache, aber es ist auch wieder nur möglich durch sehr viel Geld, was eine Person da aufgehäuft hat oder schon immer zur Verfügung hatte. Mhm. Also das Ganze ist durch und durch eine bourgeoise Geschichte. Mhm. Ja. Und das ist eben nicht revolutionär. Und es kommt aber viel zu revolutionär daher in der Überschrift. Und das fand ich so ein bisschen schade. Ja? Das sind jetzt keine nepalesischen Bauernmädchen, die sich in Flipflops und Kalaschnikow zum Alphabet durchschießen. Mhm. Ja? Also das sind wirklich gut situierte Helden. Und ich finde, das könnte durchaus ein bisschen mehr... Ja. Vielleicht kommt es ja am dritten. Man weiß es. Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, wie viele alte Leute eben nicht in dieser Situation sind. Und es fehlen langsam die Comics, die einfach mal das... Ich meine... Ja. Es gibt hier eine alte Dame, die kommt halt jeden Tag aus ihrer Wohnung, erzählt uns jeden Tag, wie sehr sie doch ihre Enkel vermisst, die sie wahrscheinlich noch nie besucht haben. Hm. Wir helfen ihr aus dem Bus, wir helfen ihr in den Bus. Es wird immer schlimmer werden hier und es gibt darüber einfach noch keine Comics. Ja. Also, das wird... Ja gut, also es soll halt vor allem eins, es soll halt die älteren Leute mal in einem anderen Licht darstellen, so ein bisschen... Mehr in Aktion, glaube ich. Und klar, die Hintergründe habe ich jetzt so unter deinem Gesichtspunkt nicht betrachtet. Aber gebe ich dir ein Stück weit recht. Steffen hat es nicht mit weiblichen Charakteren. Ja. Nee, das hat damit nichts zu tun. Es geht jetzt ja um die alten Knacker, den Titel. Auf jeden Fall mal ein etwas anderer und auch ein ehrenwerter Ansatz. Aber ich finde, die Überschriften sind viel zu knallig dafür. Also den Anspruch, den es an sich selbst hat, ja, jetzt hier so mit ökologischem und sozialem Bewusstsein, kann es nicht umsetzen mit diesen Figuren. Das ist, die groß überschriebene Revolution hier verbleibt eigentlich in der rebellischen Pose der alten Knacker, die nicht mehr im Vorstand sitzen. Das ist... Und vor allen Dingen halt so alle 20 Seiten, damit einem nicht langweilig wird, wird halt ein halbnack angezogenes Mädchen mal durch den Bildschirm gehen. Wirklich Mädchen, ja. Also da sind wir dann plötzlich zwischen 20 und 30. Ja. Ja. Damit es halt nicht langweilig wird. Ja. Naja gut, man muss halt ein bisschen berücksichtigen, an welches Publikum sich das Ganze richtet. Ja, okay. Ja. Und, Aber dann kann man aber auch Rebellion drüber schreiben und nicht unbedingt Revolution und kann diesen Öko... Besteht denn Revolution? Generationskram vielleicht ein bisschen leiser angehen lassen. Was hast du denn Revolution gelesen? Also es wurde zum Beispiel wurde diese Bäckereikette, die da mit tollen Namen für ihre Brötchen wirbt. Und das und dann gibt es dann diese Aktion mit den Mehlkofferbomben. Das war da, genau. Und das kommt alles so... sehr effektheischerisch und pseudo-revolutionär daher. Ja. Das ist aber keine richtige Revolution dahinter, sondern dann doch wieder irgendwie Liebesgeschichten, relativ wohlsituierter Leute und es ist ein nettes Abenteuer alter Leute, unter anderem alter Leute, die allerdings hier auch alle nur männlich sein dürfen. Oder halt eine schöne Erinnerung. Und gibt es Nebenfiguren, die da noch ein bisschen mitmischen und so weiter und so fort. Aber ja, klar. Ja. Ich kann es so akzeptieren, das ist so ein bisschen im Stil einer
Also ich würde mal sagen, ehrlicher wäre so ein ähnlicher Ansatz, oder es ist eigentlich eine ähnliche Geschichte im Kern, so mit Familienzusammenführung, ein bisschen Mystery und Detektivspiel und Abenteuer. Es ist ein bisschen wie, wie hieß dieser Film, wo sie Clint Eastwood auf seine alten Tage nochmal mit seinen Kumpels ins All schießen, damit er irgendeinen Asteroiden aufbaut und sprengt. Und Space Cowboys, alte Knacker im Weltall, genau. Ja. Also so in der Richtung finde ich das eine gelungene Sache. Ja. Okay. Aber Der erste Band ist halt so ein bisschen Roadmovie-mäßig aufgezogen, der andere spielt an einem relativ festen Ort soweit. Ja. Also, ich sag mal so, unterhalten hat es mich, ohne dass ich da jetzt so kritisch wie du da reinguckst und irgendwie eine Revolution vermute oder erkennen will, dass die das irgendwie geplant haben oder sonst wie. Klar, es ist so ein aufmüpfiger Umstand, der die antreibt, das ist ganz klar. Und die wollen es halt noch mal wissen. Ja, aber es gibt ja auch immer diese Flashbacks mit, wir haben ja schon mal Aktionen gefahren und früher waren wir ganz anders drauf und auch härter, ne? Ja, mit Überfall und allem drum und dran, was damit alles. So der französische Straßenkampf wird halt zitiert, aber ohne seine Ziele wirklich ernst zu nehmen. Ja. Also das ist mehr die Pose gerade von ihm hier, ne? Ja. Aber beim Titelhelden kommt es eigentlich noch am glaubwürdigsten. Aber auch er ist mittlerweile wirklich in einem sehr, sehr gut geführten, reichen Haushalt untergekommen, muss man mal so sagen. Ja, aber es war trotzdem aber so kommunartig irgendwie, klar, natürlich zur Verfügung gestellt von höher situierten Personen. Das sagt er ja auch eindeutig. Ja. Aber ja. Das wäre vielleicht 1700 noch revolutionär gewesen, ja. Ah ja. Na gut. Okay, ja. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde es vom Unterhaltungsfaktor her jetzt einfach mal ganz bloß gesehen eins der Comics des letzten Jahres. Vom Unterhaltungsfaktor ist es ganz nett hier, auf jeden Fall. Und die Charaktere sind auch wirklich glaubhaft gezeichnet. Und zeichnerisch ist sowieso immer mein Geschmack, wenn es so in die funny franco-belgische Richtung geht. Von daher, ja. Uni hat schon das nächste in der Hand. Ja, darf ich? Ja, klar. So, also das letzte Mal in der Radiofolge haben wir ja schon angekündigt, dass Totality erscheinen soll. Totality. Und wir waren natürlich dann auch auf der inoffiziellen, offiziellen Release-Party. Ja. Genau. Wir haben alle unterzeichnet. Gab es da Cookies? Es gab keine Cookies, aber es gab Pizza und Flammkuchen. Ja. Und jeder von uns hat seine eigene individuelle tolle Signatur. Ja. Also, wir haben uns die Mama gewünscht. Mhm. Ja. Du hattest Merle gekriegt, ne? Merle. Ja, so, in Roboterform. So, damit ihr nicht... Traumform. Wir holen euch mal wieder ein bisschen ins Boot. Der Moritz, der war ja schon bei uns in den Comic-Cookies immer mal wieder Soundgast. Nein, was ist das? Gastrolle spricht. Soundgast. Hol doch mal einer den Moritz vom Zaun runter. hat endlich seinen ersten Comic veröffentlicht. Ja. Beim Zwerchfell. Totality, fliegende Schatten. Mhm. Und ich möchte eigentlich zu der Story recht wenig sagen, weil es sonst ein bisschen spoilert. Gibt es für 12,99 €. Und ich erzähle ein bisschen was von dem Start und auch der Situation. Eben, es gibt diese drei Kids, die alle den Storch, die Merle und wie heißt er nochmal? Simon, die alle verschiedene Fähigkeiten haben. Und es startet eben damit, dass dem Storch mal am Tag halt nicht so doll drauf ist. Er wird provoziert. Dummerweise hat ein Mädel gerade ein Handy in der Hand und ein Video laufen und es wird eben aufgenommen, wie der Storch so ein bisschen ausrastet. Ja, seine Fähigkeiten sind halt, wenn er emotional belastet ist, hat er die nicht unter Kontrolle. Genau. Mhm. Vor allen Dingen trägt er meistens eine Sonnenbrille, um eben seine Fähigkeiten, man kennt das ja auch von diesem, X-Men-Typen, ja, der immer eine Sonnenbrille trägt, damit er da niemanden weglesen. Nur, dass seine Fähigkeiten nicht so tödlich sind. Sind nicht aber so tödlich, aber halt auch würden halt Aufsehen erregen. Genau. Ja. Und er erzeugt eben eine riesiges Insekt, was den Typen dann, der ihn da vorher mobben will, erstmal nur erschreckt. Das tut ihm eigentlich gar nichts. Der pinkelt sich da eigentlich nur ein. Ja. Yeah. Und das heißt, er hat im Endeffekt nichts getan, außer eben so eine Art Halluzination erzeugt mit diesem... Er kann, glaube ich, nur projizieren. Genau, in diese Welt projiziert. Und das heißt, es ist eigentlich gar nichts Wildes, aber dieses Video
geht dann eben viral, weil das Mädel es dann auch gleich natürlich überall hinschickt, wo sie es hinschicken kann. Und dadurch beginnt eben die komplette Geschichte ins Rollen zu laufen. Kommt die Geschichte ins Rollen. So. Von der Aufmachung her, da haben wir auch schon mit Moritz schon mal drüber geredet, dass ich es leider ein bisschen zu klein finde. Vor allen Dingen, ich kenne ja die Zeichnung, die er gemacht hat, und die hätten auch durchaus noch ein bisschen größeres Format vertragen. Ansonsten, er hatte darauf abgezielt, das in dem Format zu haben. Also es war dafür produziert worden. Das ist jetzt nicht irgendwie kleiner gedruckt, als er es gehofft hat. Aber viele, also zum Beispiel diese abgefahrenen Traumsequenzen hier, die hätten halt auch locker nochmal auf eine doppelt so große Seite Wirkung gehabt, oder? Also, das kann man echt auf den Scanner legen und an die Tapete hängen. A3, also man kann sich eine Tapete hängen. Davon drucken. Genau. Also, und das ist nur ein A5-Büchelchen. Ja, das ich habe es jetzt erfahren, dass es so geplant war, und es ist ein bisschen schade drum, dass es einfach, manchmal kommen die Seiten halt nicht so gut, finde ich. Ja, er zeichnet halt super detailliert und mit sehr viel krasse, coole Action, genau. Und einige der Szenen hätten viel besser gewirkt, wenn sie einfach größer über ihre eigene Seite gewesen wären, statt dann aufgeteilt zu sein, weil es einfach die ganzen Details, da hält man sich das Ding dann wirklich direkt vor die Nase und will auch alles mitkriegen. Ja. Also hier zum Beispiel gibt es so eine Szene, wo Totality ist natürlich eine Sonnenfinsternis, ne? Sonnenfinsternis, ja. Und es sammeln sich eben Leute auf eine Wiese, um diese Sonnenfinsternis dann gemeinsam zu beobachten. Und es passiert einfach so viel Kram auf diesem Bild. Und es ist so klein. Das ist voll schade. Oder diese riesige Stadtflucht. Ja, oh also diese fantastischen Gott. Diese fantastischen Stadtansichten. Ja, die er dann zeichnet. Und man hat echt das Gefühl, man könnte jedes Auto beim Einparken beobachten. Ja, das ist dann, wie gesagt, das ist meine einzige Kritik daran, dass es halt mir ein bisschen zu klein ist, dafür, dass halt die Zeichnungen so phänomenal gut sind. Und das ist halt auch, er hat halt auch relativ viele Panels dann pro Seite, und dann gehen halt die verschiedenen Panels leider unter, weil es eigentlich eine schöne Mischung aus Franco-Belgisch und auch, keine Ahnung, was soll man dann sagen, ja, Manga ist es nicht. Nee. Das ist nicht Manga, aber westlicher Comic. Ja. Westlicher Comic, also es ist so, sag ich mal. Es ist die Panelanzahl, die typischen, 16 Panel pro Seite, die du dann eben hast bei Franco-Belgisch, und dann ist es, okay. Nicht kritisieren. Es sieht super aus, aber einfach kaufen, reinschauen. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr, ja. Also. Ich meine, wenn man es so in der Hand hat, so von außen, ist es ja echt sau edel. Ja, auch die, es hat eine silberne, also die, das kommt halt auf die, es gibt Werbefotos davon auf dem Zwecher Verlag, da ist die Schrift einfach nur, ich glaube sogar nur schwarz oder braun oder so, aber es ist halt in Wirklichkeit, hat es eben nur so eine silberne Lackierung drüber, die wahrscheinlich kaum zu fotografieren war. Ich habe auch ein Foto gemacht, das kommt nach dem Foto nicht gut raus, deswegen haben sie es anders gemacht, denke ich. Der Titel ist eigentlich fast ein Spiegel. Ja, genau. Das kann man eigentlich wahrscheinlich nicht gut reproduzieren. Ja. So, ja. Steffen, du hast es jetzt zum ersten Mal gesehen. Wie findest du es? Ja, die Aufmachung finde ich sehr schön. Also, ja, kommt, wie der Flori schon gesagt hat, sehr edel rüber. Und ja, ein wunderschöner Druck, auch ein handliches Format, sage ich jetzt mal. Was natürlich den Zeichnungen von Moritz ein bisschen den Raum nimmt, habe ich so den Eindruck. Ne? Weil hier sieht man es an seiner Panelaufteilung, die ist halt wohl überlegt und wird dann doch etwas gestaucht. Also so wirkt es zumindest halt. Aber gut. Bitte? Ein Buch für die Smartphone-Jugend. So ungefähr, ja. Nee, ich hätte mir es tatsächlich so, das war es auch so der erste Gedanke, ich hätte mir es tatsächlich ein bisschen größer gewünscht noch. Größeres Format, meine ich damit. Aber gut. Das ist halt so, ich glaube, eine gängige Größe bei Zwerchfell, oder? Also deswegen, ja. Ja gut, bei einem Erstausgabe von einem neuen Autor werden die auch nicht unbedingt. Genau. Das wird ja immer teurer, je größer du es machst. Da werden die auch denken, das sieht gut aus, aber wir machen es erstmal klein. Vielleicht gibt es ja, wenn es zum Beispiel super gut laufen sollte, würden wir vielleicht auch nochmal extra Sonderbände machen und sowas. Genau, und vielleicht immer mit Hardcover. Das ist halt nur so, ich kann ja die Zeichnung zum Teil schon vorher und er baut halt so eine riesige Welt auf. Mhm.
Und die ist dann so. Ja, ich habe ja gesagt, das ist das einzige, was mich da stört. Alles andere ist total super. Genau. Und auf jeden Fall empfehlenswert. Und wenn man die 12,99 über hat, dann auf jeden Fall kaufen. Ja, das auf jeden Fall. Dicke Empfehlung. Mhm. Und ja. Das wäre natürlich ein Traum, das als Hardcover in DIN-A4 überall in Frankreich zu sehen. Oh ja, das wäre schon geil. Ja. So, okay, dann machen wir mal weiter mit. Möchtest du ihn vorstellen? Kann ich. Das ist Albans ehemaliger Mitbewohner, hat auch einen Comic gemacht. Noch ein weiterer Stammtischler, sagen wir mal. Stammtischler, aber ich glaube, er war noch nie hier, oder? Nee. Seitdem der Rudolf Eitzenhöfer, den können wir eigentlich dann auch mal. Wenn er mal vorbeikommt, seit Baby. Aber er traut sich ja nicht mehr offenbar. So, weil er hat nämlich einen wunderschönen Spruch hier reingeschrieben. Den darf jetzt mal jemand anders vorlesen. Baby, sonst, Baby. Ja. Hallo Steffen, Offenbachern muss man auch eine Chance geben. Ja. Und wir haben ein Ork-Herz für Offenbacher mit einem Ork, der ein großes Herz hat. Genau. Für Offenbacher. Das Buch, müssen wir erstmal kurz sagen, heißt Mein Papa ist ein Ork. Wie gesagt, von Rudolf Eitzenhöfer. Und es ist, glaube ich, so in der Phase entstanden, als sich bei ihm Nachwuchs angekündigt hat, oder? Ich glaube, das ist schon älter. Das kann noch ein bisschen davor sein. Ja. Denn er hat ja eigentlich eine Tochter gekriegt. Und danach hat er ja dann noch eine Geschichte gemacht mit einer Ork-Tochter. Ah, okay. Ich hoffe, dass die... Oh, darf ich das erzählen? Ja, ich glaube schon. Nee, ich glaube, er hat schon was angekündigt. Okay, dann ist das offiziell. Ja. Also wenn es schon offiziell wird, würde er es im Internet hochladen. Ja. Es wird einen zweiten Band davon geben, auf jeden Fall. Das ist jetzt der erste Band. Mein Papa ist ein Ork und geht im Grunde darum, dass Papa und Sohn Ork sich eine Bleibe suchen müssen. Das ist so die Kerngeschichte. Und viel mehr kann man auch gar nicht groß verraten jetzt an der Stelle. Man kann sich so ein bisschen, wie heißt das, er hat mir damals erzählt, dass er das so im Zuge der langsam werden die ganzen World of Warcraft-Spieler erwachsen und kriegen selbst Kinder. Ja. Und darauf ist es so, jetzt nicht unbedingt auf den World of Warcraft-Spieler angelegt, aber so, man kann sich darin wiederfinden und man kann halt da als Ork-Fan oder was auch immer, kann ja auch Warhammer-Fan sein, das sind ja dieselbe Mythologie. Ja, sein Debüt-Kinderbuch, also es ist ein Kinderbuch, zum dazu sagen, ist kein Comic. Sein Debüt-Kinderbuch ist der erste Versuch den Kindern von heute das zu geben, was er als Kind von einst immer haben wollte. Ein Buch über Orks. Genau. Das ist so die Herangehensweise. Es hat auch ein sehr niedliches Format. Das ist eigentlich fast schon so eine etwas übergroße Postkarte quer. Mhm. Wir waren halt auch so ein bisschen, nicht dabei, als die Bilder entstanden sind, aber das ist halt, also wie gesagt, deswegen wissen wir, dass es auf jeden Fall ein bisschen älter ist als das Baby. Und ich bin gerade am Gucken, ob wir vielleicht eine andere... Ich glaube, wir haben eine andere Version. Das ist ja lustig. Okay. Ja, wir haben eine andere Version noch. Ist ja ulkig. Die Erstausgabe. Wir haben die Erstausgabe. Ja, wenn ich sie mal finden würde. Ich kann gerade nicht auf die Suche machen. Die Aufteilung ist halt immer so links ein bisschen Text und auf der rechten Seite dann immer eine schöne Illustration dazu. Ja. Wie halt, glaube ich, ein klassisches Kinderbuchformat auch ist. Ne? Mhm. Schöne, einfache Sätze, die aber nicht verdummt sind. Ich mag das nicht bei Kinderbüchern, wenn die Kinder unterschätzen und denen nicht eine Chance geben, sprachlich zu wachsen, sage ich mal. Also es ist angenehm zu lesen, auch für als Erwachsene. Man fühlt sich nicht bemuttert oder verdummt dabei. Mein Papa ist ein Ork Alpha. Ah. Das ist noch ganz anders aufgemacht. Also auch auf jeden Fall kleiner. Hat den Bonusteil nicht drin, ne? Genau, kein Bonusteil. Mhm. Und guck mal, die ganze Aufteilung, die ganzen Bilder, die sind ja weiter hinten. Kämpfen wir noch gegen den Drachen. Da gab's da Kampf gegen Drachen? Oh Gott. Das ist ja sogar storymäßig anders. Ja, das ist anders. Also gut, bis dahin die passt Zwerge, ungefähr. Aber keine Drachen, oder? Die doch, der Drache wird erwähnt, aber nicht so. Also das ist dann nicht drin. Okay. Papa hat eine Karte. Hier ist ein Drache. Ja, aber der sieht anders aus. Guck mal, ein großer roter Drache. Der sieht anders aus. Der Drache sieht nicht so böse aus in der neuen Version. Kann das sein, dass es noch mal ein bisschen entschärft wurde, so als Kinderbuch? Ja, ne? Ja, weil ich glaube, also hier töten sie den Drachen, nehmen sein Blut und malen in die Mühle Das ist dann natürlich anders gelöst. Zweikampf. Sie werden zwar vom Drachen gefuttert, jetzt aber wenn sie gewinnen, gibt der Drache ihnen rote Farbe. Oh, damit sie. Du verwendest gerade das ganze Buch. Ne?
Ja, und? Sein Kinderbuch. Mann, das wird gespoilert hier. Ja, aber das, was jetzt hier passiert, passiert ja nicht dann in dem Buch, was ihr kaufen könnt, sondern nur in unserem Buch. Das ihr nicht mehr haben könnt. Außerdem ist das ein Kinderbuch. Ich glaube nicht, dass Leute, die den Podcast hören, werden wahrscheinlich nicht zu überrascht sein von den Wendungen dieses Buches. Ja, ist schon okay. Und wenn eure Kinder den Podcast hören, ich war sehr überrascht von den Wendungen. Seid ihr keine guten Eltern. Das tut mir leid, denn Dinge, die ich von mir gebe, sollten nicht ungezensiert Kindern. Genau, also. Wir haben eine Narrenkappe. Aus dem Brüti würde ich niemals meinen Kindern, also. Ja. Was? So, Ja, Brüti, hey Kind, guck mal, das sieht aus wie ein Penis. Guck mal, hier sind große Möpse drinne. Ja, das ist bestimmt super. Oh Mann. Wieso sind wir jetzt eigentlich schon wieder bei? Ist okay, was sind denn jetzt Möpse? Möpse? So. Das sind solche kleinen Hunde, du weißt schon. Ich hätte gerne die unsensierte Version. Also das ist definitiv dann als Kinderbuch aufgemacht und wie gesagt, ist halt ein... Da ist ja noch mehr, gib mal her. Kinder-Fantasy-Buch. Genau. Sind das Ausmalseiten? Ja. Geil. Mhm. Man kann Papa, Ork und die Zwerge ausmalen. Genau, cool. Es sind noch ein paar Ausmalseiten mit drin, eine kleine Biografie von Rudi und ja. Genau. Okay, bis zum Drachen ist es eigentlich genauso. Es sieht zwar ein bisschen anders aus, aber der Plot ist ungefähr derselbe. Mhm. Okay. Ja. Beim Drachen ist das Ganze ein bisschen anders. Aber sie nehmen Farbe. Ja, sie nehmen die auch, Farbe. Ich glaube auch nicht, dass Rudi seinen Kindern vorlesen möchte, dass sie Blut nehmen und ihre Wände damit. Dann tut es mir leid. Das würde nicht mal ich Kindern vorlesen. Und ich halte mich nicht für jemand, der Kinder großziehen sollte. Ich sollte auf jeden Fall keine Kinderbücher schreiben. Niemals. Never. Ich schreibe gute Kindergeschichten. Oh. Die Leute dürfen mich nur nie kennenlernen, sonst. Aber ja. Meine Kindergeschichten sind super. Ein schönes Kinderbuch, das hat die Gruseltante geschrieben. Ja, Gruseltante geschrieben. Ja. Oh mein Gott. So, Leute. So, und jetzt liest du das mal vor. Na, Kinders, wer von euch hat heute schon geguckt? Ja. Boah, der hat einen Eindruck, der hat das gemacht, der war toll. Das hört nicht mehr auf. So, Leute, mein anderes Thema. Es artet schon wieder aus. Wollen wir uns über Dinge... Feli, wollen wir jetzt kurz den... Nein, wollen wir nicht. Wir wollen erstmal Feedbacks machen. So. Feedbacks. Bevor ich die nämlich schon wieder vergesse. Feedback. It's Feedback Time. Ist Feedback Time, genau. Der Kaltetz. Mhm. Keine Ahnung. Der Kaltetz. Ja, Kaltetz, den kenne ich. Hat im Panini-Forum Folgendes geschrieben. Find euch sehr sympathisch. Kannte Radio X vorher nicht, also bezugnehmend auf unsere Radio X-Episode, vorher nicht, aber kann man jetzt von euch mehr Comic-Cookies hoffen? Okay, also fragt, ob ihr eventuell mehr machen bei Radio X, habe ich auch beantwortet, dass wir da eventuell ein bisschen mehr planen in Zukunft. Mal gucken, was sich so ergibt. Es ist auf jeden Fall viel unchaotischer als hier, weil man sich einfach stumm schalten kann. Das heißt, die Hälfte unserer tollen Kommentare habt ihr gar nicht gehört. Nein, das war auch etwas strukturierter. Das merke ich jetzt gerade wieder, aber naja, gut. Und wir haben noch weitere Kommentare im Blog und das darf jetzt gleich die Uni vorlesen. Ich bin voll schlecht im Vorlesen, aber bitte, auf geht's. Nee, weil es geht ja auch um dein Thema. Mein Thema. Was du hattest. Ja gut, natürlich gerne. Katze? Eine Katze. Achso, Katze. 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 Miau, so. Lautes Wien. Ist ein Kitten. Ich hab der Feli kurz mal die Katze gezeigt. Oh, es ist eine Katze, die hat keine Ohren. Sag nein, mal sie hat Namen diese angelegten Ohren. Den Kommentar. Vom Chris. Ja. Hallo Chris. Hat im Blog geantwortet. Hallo ihr Kekse. Moment, ganz kurz. Auf Ausgabe 42 das hat er geantwortet. Okay. Mhm. Ja, es ist vom 1. Dezember 2015, also schon ein bisschen her. Frohes neues Jahr euch allen. Ich wollte mal wieder meinen Senf geben. Ja. Gravity Falls ist noch nicht ganz zu Ende. Es wird noch ein einstündiges Special geben. Ja, das kommt noch. Oder? Ist es jetzt schon raus? Es könnte jetzt. Ist es jetzt? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade nicht. Ich war beschäftigt. Ich war zu beschäftigt und außerdem haben wir Zeug geguckt. Außerdem ist es wahrscheinlich auf jeden Fall raus, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird. Leider ist noch nicht bekannt. Weißt du, wie lange ich brauche? Wann es ausgestrahlt wird? Geht morgen. Ich weiß, ich habe es vor kurzem erst gelesen. Wann es. Egal.
Zu Jessica Jones kann ich nur sagen, ich fand es sogar noch besser als Daredevil. Oh, schwierig. Also ich bin gerade bei Jessica Jones ein bisschen raus. Ich habe jetzt 8 Folgen, 9. Ich bin kurz vor Ende und ich kann es gerade nicht weitergucken. Also ich werde mich irgendwann noch durchregen. Ich bin gerade ein bisschen gestresst von der Serie. Ich fand es grauenvoll und habe abgebrochen. Ich habe bis Folge 4 durchgeskippt. Ich habe mir schon gedacht, dass du sie nicht leiden kannst. Aber das war furchtbar. Ich habe gewartet sogar, bis Tennant vorkam, aber er kommt halt auch sehr, sehr selten vor. Was auch, ich habe halt gewartet, weil ich nochmal gucken wollte, aber es war halt nicht, Ich habe, nicht mein Ding. Oh, ich darf jetzt nicht spoilern. Egal, also ich habe bis zu einer gewissen Stelle geguckt, wo Tennant auf jeden Fall wieder vorkommt, wo er auch einen großen Impact bei Jessica Jones wieder hinterlässt und es so ein bisschen gruseliger wird. Und danach war ich etwas irritiert, wie sie dann darauf reagiert. Und muss jetzt erstmal wieder tief Luft holen und dann wieder einsteigen. Ich bin irritiert von den ganzen random Sex-Szenen. Ich kann, weiß gerade nicht, also auf jeden Fall über die 8 hinaus. Also ich bin kurz vorm Staffelfinale. Ja. So, vor allen Dingen, wir gucken jetzt gerade Gotham, darüber werden wir auch gleich noch ein bisschen reden. Und es ist ja, also der himmelweite Unterschied. Den Krieg der Knirpse hatte ich letztens in der Hand, hatte mich dann aber doch für Non-Player entschieden, werde es mir aber wohl doch noch kaufen müssen nach der Besprechung von Breedstorm. Okay, cool. Nachdem Fedi und Oni so viel gute Tipps mit Sachen Cartoons und Anime, yay, Over the Garden Wall und One Punch Man, machten, werde ich Steven Universe nochmal eine Chance geben und habe es nicht bereut, das finde ich gut. Steven Universe läuft jetzt gerade wieder eine Steven Bomb. Also sie wird dann wieder vorbei sein, wenn ihr den Podcast hört. Aber es gibt ein, Steven hat Geburtstag, Steven wird 14 und alle sind, was, du bist 14? Und dann gehen sie eben das Fotoalbum durch und sehen, dass er eigentlich seit der 8 ist, nicht mehr gealtert ist. Denn er altert offensichtlich anders als Conny ist halt ein bisschen geschockt, weil Conny immer dachte, sie wäre älter als Steven und sie ist 2 Jahre jünger als er. Er versucht dann aber, sich Conny wieder zu gefallen. Wer ist Conny? Das ist seine... Seine beste Freundin. Also, seine beste Freundin, ja genau. Also sie sind so ein bisschen doppeli-doppeli, aber halt auch nicht wirklich. Sie sind noch zu jung dafür. Genau. Sie sind geistig noch zu jung dafür, aber sie sind best friends und... Ja, genau. Und es gibt einen tollen Rückblick, wie Garnet überhaupt Garnet wurde. Also warum sie jetzt für immer gefused sind. Es geht ja gar nicht. Garnet ist ein Stein. Das ist alle Steine. Ja, Garnet ist ein Stein, den man irgendwie in... Ich habe mal nachgelesen, was er kann. Der wird in der Produktion... ist eine großartige Serie, der man wirklich etwas Zeit geben sollte. Ja, weil am Anfang ist es wirklich so happy peppy, alles ist glücklich und heute ist halt Weltzerstörung. Ja! Also wie hier eigentlich. Ja, die Figuren wachsen einem immer mehr ans Herz. Danke für euren Podcast. Oh, das freut mich. Und ich hoffe, wir können dir immer weiter lustige Cartoons und Animes empfehlen. Animes ist vielleicht Alban der richtige Ansprechpartner. Ja, ich bin momentan nicht viel gekommen. Ich war mit dem Projekt beschäftigt. Wir haben auf Netflix uns vor kurzem den Hexen-Anime angeschaut, der auch nur eine Stunde lang ist. Hexen-Anime? Witch irgendwas. Witch Academy. Ist wie ein Harry Potter-Klon, nur mit Mädchen. Das kommt mir bekannt vor. Es ist nur eine Stunde. Es ist total kurz. Also es ist ein kompletter Film sozusagen, aber es ist halt super kurz. Wir haben das uns an Silvester angeschaut, um zu timen, wann Silvester ist, weil das... Es war dann wirklich kurz vorher vorbei. Mhm, ich verstehe. Ja. Nicht. Ja. Naja. Jedenfalls ganz süß. Ist jetzt auf Netflix. Ich habe so an Silvester einen Hausbrand mitbekommen. Yay! Party hart. Utz, utz. Ich habe jetzt mit Alban vor kurzem endlich mal die 4. Staffel von Adventure Time durchgeguckt. Adventure Times. Da. Ja. Ein Kommentar noch. Ja. Würde ich gerade noch schnell loswerden. Ja, bitte. Feedback. Bevor ihr schon wieder abdriftet. Bitte meldet halt auf, so viel reinzuquatschen. Aber echt mal. Immer diese Themenwechsel. Jessica Jones, von Mr. Legacy auch im Panini-Forum noch, auch zur letzten Episode, zur letzten regulären Episode. Jessica Jones... Soll ich vorlesen? Sagen? Ja, dann sag, mach okay. Du. Wo? Jessica Jones. Jessica Jones wird niemals Inhuman bezeichnet. Weiß ja nicht, ob das... Ich glaube, das hat Breedstorm vor. Ja. Eine von denen ist ein Begriff für Superwesen. Genau, eine von denen.
Das ist so seltsam. Ja. Wenn man die Serie aufmerksam verfolgt, wird klar, woher ihre Kräfte kommen, inklusive noch zu klärenden Details für eine eventuelle zweite Staffel. Mal schauen. Also ich bin, wie gesagt, noch nicht im Staffelfinale angelangt. Es ist... Genau. Ja, der Begriff Inhumans kam damals auf, weil wir irgendwie auch von S.H.I.E.L.D. gesprochen haben und da Inhumans aufgetaucht sind und dann hat man das irgendwie da mit rein verwechselt. Ich muss auch immer aufpassen, ich gucke die Serien halt auf Englisch. Genau. Ich habe noch überhaupt keine deutsche Übersetzung gesehen, deswegen manchmal bin ich auch ein bisschen, ich weiß halt auch manchmal nicht, was genau. Guck die Sachen lieber auf Englisch, weil die Übersetzung. Genau. Ja, also vor allen Dingen bei Gotham ist die deutsche Synchro irgendwie, macht sehr viel kaputt. Dr. Who kann man sich auch nicht auf Deutsch. Oh Gott. Mein ehemaliger Mitbewohner hat jetzt mittlerweile Englisch gelernt, weil er Dr. Who auf Englisch gucken wollte. Ja. Weil er hat das angefangen, dann mit Subtitles mit Deutschen zu gucken und mittlerweile... Ist ihm aufgefallen, was für ein Chaos. Ja, ja, genau. Er wollte die Folgen halt auch aktueller haben und mittlerweile guckt er auch nur noch den Englischen, weil er sagt, ja, der Deutsche ist nicht gut. Wir haben euch eine kleine Rezension mitgebracht. Wir würden euch empfehlen, dringend diese zu überspringen, wenn ihr die Folgen noch nicht geguckt habt. Wir werden uns jetzt über die 9. Staffel Doctor Who unterhalten. Spoilers! Ja, Dr. Wer, genau. Dr. Wer? Das ist so toll! In der 9. Staffel hat sich nämlich Capaldi angewöhnt, sich einfach mit verschiedenen Doktornamen vorzustellen. Oh. Zum Beispiel Dr. Frankenstein oder Dr. Disco. Dr. Disco war der Beste. Dr. Disco ist großartig. Damit dich die ganze Zeit Leute fragen, Dr. Wer? Ah, das ist toll. So, wir reden ein bisschen über die 9. Staffel. Spoilerwarnung hatte ich ja schon. Spoilers, jetzt macht doch mal eure Spoilermusik oder ich muss meine Schreckliche. So schlimm ist meine gar nicht. Okay. Spoilers, Baby. Genau. Die 9. Staffel ein bisschen zusammenfassen ist, Clara ist nicht da, Clara ist irgendwie nicht da, der Doktor rennt irgendwie rum, Clara ist wieder nicht da. Clara ist da und ist komisch. Clara ist die ganze Zeit komisch. Wer ist ja. Clara? Nein. Wer ist Clara? Ist auch gut. Wer ist Clara der Doktor? Clara Wehr? Ja. Die Staffel sollte ja ein bisschen anders laufen als die Staffeln davor. Mehr so im alten Format. Also, damit meinten sie offensichtlich auch sehr schlechten Plot. Ja. Und komische Charakterentwicklung, beziehungsweise eigentlich keine Charakterentwicklung, die da sein sollte. Das war aber erst gegen Ende der Staffel. Am Anfang fand ich die ersten beiden... Was waren die ersten beiden? Das war das mit den Geistern, das erste. Das und mit den Geistern war okay. Ja, genau, das mit den Geistern war ganz okay. Das war nice, ja. Und die erste Folge kann ich mich gerade nicht erinnern, aber ich dachte, ich fand die gut. Ich glaube, die war gut. Ja. Ich fand ganz cool, dass sie jetzt wieder aufgenommen haben, längere Storys zu machen. Genau. Die Idee war gut, aber die Storys, die sie dahinter gepackt haben, waren irgendwie nicht so befriedigend. Genau. Und Clara ist halt ich mein Favorit, aber ihre Entwicklung hätte cool sein können, aber sie haben nichts draus gemacht. Sie haben nichts draus gemacht, genau. Wir können ja kurz, also wie gesagt, wir sind im absoluten Spoilerbereich. Claras Boyfriend wird ja getötet. Und nein! Das war ja schon vorher. Das war schon in der. Genau, und dann dreht sie ja ein bisschen ab. Und genau, sie schaffen es einfach nicht, diese Depressionen, in die sie verfällt, glaubhaft rüberzubringen. Sie wird effektiv ein bisschen suizidal. Also sie wird völlig verrückt. Dem Doktor, also es wird auch mal angedeutet, der Doktor ist dann ein bisschen kritisch, wenn sie dauernd in gefährliche Situationen reinschlittert und sagt, yay, cool. Aber sie bringen es nicht überzeugend genug rüber. Es ist nicht dark genug. Glaubt ihr einfach nicht, dass sie, man nimmt es sie irgendwie nicht ab. Ja. Dann gab es eben einen Storybogen, auf den ich so viel gehofft hatte, dass der cool wird. Und dann ist der einfach verpufft im Nichts. Und das war das mit Shilda. Sie haben einen Charakter, das Mädel aus Game of Thrones, die da, diese Assassinen-Mädchen spielt, haben sie zu Doctor Who geholt und, ich hatte erst gedacht, oh cool, die wird jetzt der neue Antagonist. Das dachten alle, aber das wurde dann ja sehr schnell... Und dann halt nett. Aber sie wurde halt so ein bisschen, sie ist dark, aber auch irgendwie doch nicht. Und dann irgendwie voll lieb und dann doch nicht. Und also der Doktor rettet zum allerersten Mal jemanden permanent das Leben. Er macht sie unsterblich.
Sie ist der weibliche neue Jack, aber nicht wie Jack. Aber nicht wie Jack. Jack war cool. Sie ist nicht cool. Das Problem mit ihrem Charakter ist, dass sie ihr menschliches Gehirn ist nicht groß genug, um all die Jahre, die sie jetzt lebt, sich merken zu können. Jack kann sich plötzlich an alles erinnern, weil sein Gehirn groß ist. Jack war aber auch nicht so alt die meiste Zeit, bis zum Schluss hin. Und Jack ist ja in einen riesigen Kopf verwandelt worden. Jack lag mal 2000 Jahre unter London vergraben, in so einer komischen Kühlkammer. Oh, well, whatever. Jack ist special. Ja. Also aber, egal. Ja, aber auf jeden Fall... sehr viele Plotholes, sehr seltsam. Sie vergisst jedenfalls ständig ihr Leben. Ja, sie schreibt so Tagebücher, die sie nachliest, aber sie ist so charakterlos. Also ich hätte es okay gefunden, wenn sie alles vergisst und sie sich dann immer an ihre Ära anpasst. Also so wie man seine Kindheit vergisst, mit der Zeit, so vergisst sie halt, was passiert. Und sie passt sich dann natürlich an der Ära an, in der sie gerade lebt, weil das ihre aktuelle Zeit ist. Das heißt, dass sie da immer so ein bisschen einen Charakter... ist, der dort reinpasst. Aber stattdessen ist sie immer sehr blass und emotionslos und langweilig. Das wird nochmal unterstrichen. Der Doktor gibt ihr nämlich ein zweites Device mit, was jemand anderen noch unsterblich machen könnte. Und sie benutzt es nie. Was? Also er möchte, dass sie sich irgendwann einen Soulmate sucht. Und mit ihm dann durch die damit Eternity. Sie halt nicht die Probleme hat mit dem ich bin unsterblich und alle um mich herum verrecken. Ja. Aber, es ist, ja, aber sie benutzt nicht. Es nicht. Und das ist das macht die ganze Geschichte noch viel... Sie wird kein richtiger Charakter, sondern sie wird ein Accessoire und bleibt halt auch so gesichtslos. Die Folge, in der sie dann final bisher zumindest auftaucht, ist die Folge, wo es eine Art versteckte Straße in London gibt. Und die leitet sie, das ist ein Asylum. Nein, sie taucht nochmal in der allerletzten Folge auf. Stimmt. Ja gut, also sie hat aber dieses Asylum, wo sie die ganzen, da können Cybermen und aber auch da können halt alle möglichen Alien-Rassen, die irgendwie nicht zu Hause wohnen können. Peace-Ding, also du darfst da nur in die Straße rein. Kurz für Flori die Erklärung, die versteckte Straße, das ist Gleis 9 3/4. Ja. Der arme Flori, erklärt doch mal dem Flori noch viel schlimmere Dinge. Das ist da, wo die Backsteine auseinandergehen und dann, ne? Ja. Genau. Ist es wunderschön. Ist das nicht diese komische andere Straße? Egal. Jedenfalls, Moment. Irgendwann stirbt Clara mal. Ja, sie stirbt, weil sie in dieser Straßenfolge macht sie Mist und versaut damit alles und dann stirbt sie. Aber der Doktor kann es ja nicht auf sich sitzen lassen. Also macht er totalen Bullshit, was er sonst nie gemacht hat. Er kann sich zwar viel Mühe geben, die Leute zu retten, aber er hat niemals eine Grenze überschritten, womit er sagt, ich zerstöre Raum und Zeit nur, um eine Person zu retten. Ja. Denn das tut ihm sind eigentlich... Ja, und für Clara macht er das halt, was auch ein bisschen zu überzogen ist. Denn Clara ist eigentlich... Also wir haben ja drüber geredet. Clara ist eigentlich schon von Anfang an tot. Also Clara... Sie stirbt andauernd. Clara stirbt immer. Du lernst aber nicht wie Charakter. Rory. Ja, nicht wie Rory. Rory war halt... Cool. Rory stirbt doch nicht so oft wie Clara. Clara stirbt... Clara stirbt. Also sie ist eine komplette Staffel jedes Ende mal gestorben. What the fuck? Yeah. Du hattest überhaupt keine Möglichkeit, irgendwelche Beziehungen zu dem Charakter aufzubauen, weil sie eigentlich von Anfang an ein toter Charakter war. Und eigentlich kann sie aus der Serie nur ausscheiden, indem sie wirklich endgültig stirbt. Aber ich glaube, das tut sie nicht mal, oder? Stirbt sie endgültig? Also, eigentlich ist ihr Tod eine beschlossene Sache dann am Ende, weil sonst, alles den Bach runtergeht. Paradox und so. Aber sie und Shielda beschließen dann, wir machen hier in unserem Special TARDIS-Ding, was wir haben, noch einen kleinen Trip, bevor wir dich zurückbringen zu deiner Todesszene. Weil das können wir ja noch so machen. 500 das, Jahre lang. Ja, das tut dem Ganzen ja jetzt auch keinen Abbruch mehr oder so. Das fand ich ja ein bisschen seltsam. Aber also generell fand ich die 9. Staffel leider etwas mit super krassen Versprechungen. Wie gesagt, Shielda dachte ich echt, das wird der Charakter, das wird sicher ziemlich... Dass sie vielleicht auch mal ein bisschen länger bleibt, dass wir mal wieder sowas wie River haben, die einfach über mehrere Staffeln hinweg immer mal wieder vorkommt. Ich fand auch die Folge mit den, wie heißen sie, die Shifter, die Verwandlungstypis mit den Blobs überall, die roten, die großen roten Alien-Typen mit den Blobs, die sich verwandeln. Diese Doppelfolge mit den komischen, die sie vorher gerettet haben. Ja, eigentlich hätte ich die voll cool gefunden. Die wäre eigentlich cool. Das war halt so ein Flüchtlingsthema. Oswald war da. Aber es war irgendwie so seltsam. Jens hat halt so, versucht aktuell zu sein, aber irgendwie ist es auch nicht geschafft. Und das hat versucht, Clara cool zu machen, aber ich war nicht überzeugt. Klappt.
Dann die Geisterfolge war irgendwie für mich genauso wie die Popel im Auge-Folge. Wie heißt die? Die Sandmonster, die Augensandmonster. Augensandmonster. Matze-Guckerchen formen sich in deinen Augen und versuchen. Du hast das Ende vor allen Dingen nicht gesehen, weil du keinen Bock mehr hast. Die Augensandfolge endet wie The Ring. Also, nein. The Ring endet ja, aber die Augensandfolge endet wie The Ring beginnt. Und zwar mit, hey, das war alles nur ein Video, das du dir angeschaut hast und jetzt sind die Augensandmonster auch bei dir. Und wenn du schläfst, kommen die Augensandmonster entwickeln sich Monster. Ihr alle, die ihr das jetzt gesehen habt, denn ich habe das überall gesendet, ihr seid alle infiziert und die Monster kommen jetzt und werden euch alle töten. Gut, dass ich ausgeschaltet habe. Also, macht nichts, meine Monster werden dich töten. Also generell, sehr, und vor allen Dingen, es hat mich ja total an die Geisterfolge erinnert, also auch vom Setting. Ich hatte das Gefühl, die haben einige der Kulissen. Ja. Laufen die durch dasselbe Raumschiff bei das den ist, Geistern? Die haben, nicht nur wenig, die haben nicht nur wenig Schauspieler in London, sondern die haben auch wenig Kulissen. Ich war jetzt so entsetzt, weil ich fand nämlich die Geisterfolge gar nicht so schlecht und so als Standalone wäre die cool gewesen. Aber nein, durch diese komische Matze-Guckelchen-Folge. So heißen die Dinger halt. Noch nicht, halt auf Hessisch, egal. So, jetzt müssen wir aber, nachdem wir Dr. Who so zerrissen haben, müssen wir jetzt endlich mal die einzig bisher gute Folge aus der 9. Staffel zur. Die beste, die alles beste wieder gut gemacht Folge, hat. Die alles wieder und alle. Ich spoilere die Weihnachtsfolge. Genau, die Weihnachtsfolge. Oh, es war so wunderbar. Ich habe ein bisschen geweint. Ich habe innerlich geweint, ich bin zu hart, um äußerlich zu weinen. Deine Tränendrüsen sind. Ich habe gar keine. Ja. Falsch. Gibt es nur bei Feli 1.2, ne? Also. River Song kommt. River Song ist wieder. Und der Sie ist Doktor, die ganze Folge da. Sie ist wunderschön. Der Doktor ist so beleidigt, dass sie ihn nicht erkennt. Was ja, und, so und sie hat einen anderen Ehemann und dann hat sie noch einen Ehemann. Und sie hat noch eine und er steht super eifersüchtig daneben. Ist so, ich bin übrigens der Doktor. Und sie so, du bist ein Doktor. Ich weiß, du bist hier, um zu operieren. Du bist ein Doktor. Er steht die ganze Zeit mit verschränkten Armen und alle sind so, warum verschränkst du deine Arme? So, das ist so toll. Und es gibt die Szene, warum wahrscheinlich Capaldi gibt. Bettelt hat, dass es sie gibt. Es gibt die Szene mit River geht in die TARDIS und draußen steht er und River ist so, ja, ich muss dir jetzt die TARDIS zeigen, das ist eine Zeitmaschine. Also, drin, du darfst dich nicht erschrecken. Ja, genau, es geht durch die Tür, er geht ihr hinterher und ist so, meine Szene. Endlich ist es meine Zeit. Jetzt kann ich es auch tun. Er macht die Tür auf, geht rein und sagt, er macht ein Riesentheater. Draußen. Oh mein und Gott. Hier drin. Und oh mein Gott. Oh nein. Mein komplettes Verständnis vom Raum-Zeit-Kontinuum ist revolutioniert worden. So großartig. Es ist toll. Wir hatten auf jeden Fall, also ich hatte unheimlich viel Spaß bei der Folge. Die war super. Die war auch gut von dem ganzen gut Pacing. Die Dialoge waren gut, die Charaktere kamen gut. Das Zwischenspiel zwischen den Charakteren war super. Liegt halt auch an River. River ist ein fantastisches Schauspiel. Aber auch, mir haben auch die Nebencharaktere gefallen. Ja. Ihre Companions, die sie dabei hatte. Die waren auch, das waren Kopf Charaktere. Toll. Ich fand auch den Kopf toll. Der Kopf. Ich mochte die Szene, wo sie einfach auf den wo sie im Sand liegen und lachen. Und einfach nur lachen. Warum? Was ist so lustig? Wir werden beleidigt von einem Kopf in einer Tasche. Ich werde euch vernichten. Ihr werdet sterben. Ich mache euch fertig. Ich bin der mächtige König so und so. Und das gemuffelt. Ihr müsst euch das vorstellen. Ja. Eben aus seiner Tasche. Und sie stehen, sie haben einfach den Schauspielern endlich mal erlaubt, zu schauspielern und ihre Charaktere zu sein und nicht irgendwie, du hattest richtig das, die Chemie zwischen den beiden hat einfach so fantastisch gestimmt und alles daran war einfach, und dann du weißt ja, jeder Fan weiß, was nach dieser Folge mit River passiert. Ja. Weil von Anfang an die ganze Zeit über die singenden Berge geredet. Die singenden Türme geredet. Towers. Und du weißt, dass sie, das ist der letzte Abend, den sie jemals mit dem Doktor verbringen wird, weil danach wird sie in der Bibliothek sterben. Mhm. Und
Und sie weiß es auch, weil sie das Tagebuch hat, in dem das drin steht. Weil sie einfach Spoilers gelesen hat über sich selbst. Nein, sie hat Geschichten gehört, sagt sie. Nicht nur das, es steht auch im Tagebuch drin. Aber nicht in ihrem. Hat sie das vom Doktor gelesen? Nein, in ihrem Tagebuch stehen die Sachen drin, die sie machen. Es steht nicht genau drin, was passiert und die Reihenfolge, aber es steht drin, was sie machen. Das vergleichen sie immer. Haben wir das und das schon getan? Und der Doktor hat sie mehrfach eingeladen dorthin und hat es immer in letzter Sekunde gecancelt, sagt sie noch. So von wegen, du wolltest mich immer dorthin bringen, aber dann in letzter Sekunde sagst du immer, nein, doch nicht. Ja, und jetzt muss es halt mal. Also jetzt sind sie wirklich am allerletzten Abend mit River Song, damit wir auch endlich unseren Abschluss finden. Ja, finally. Und er auch wirklich mal mit ihr verheiratet ist. Es war so schön, das, nachdem das endlich mal geklärt war. Ja, und man wird schon richtig traurig und wehmütig, weil man weiß, das ist einfach geschrieben. Es geht nicht mehr weiter. River ist ja schon tot. Einfach, wir wissen, dass sie in der Bibliothek gestorben ist. Das ist der letzte Abend, ja. Und sie dreht sich zu ihm und ist so, wie lang ist denn eine Nacht auf diesem Planeten? 24 Jahre. Du bist so, oh mein Gott. Okay, ihr macht jetzt 24 Jahre quasi euren letzten Honeymoon dort. Ah, großartig. Alles klar. Ja, das wird... Ich hab's ihnen so gegönnt. Ich war so glücklich. Es war wunderschön inszeniert, das Ende. Es war wirklich der perfekte Abschluss. Du bist zwar traurig, aber nicht... Du bist nicht, dann nicht mehr so doll traurig, weil du weißt, sie haben noch diese Zeit zusammen, sie werden noch Spaß haben und das ist... ein würdiger Abschluss für einen Charakter, was Doctor Who sehr viele sehr Probleme mit... Ja, die haben viele Probleme einfach damit gehabt, loszulassen bei Charakteren und dann auch so loszulassen, dass du damit abschließen kannst. Mhm. Und nicht, weil nicht entweder bloß ey, tschüss oder dieses bei Clara war es einfach zu lang. Ja. Das, Clara ist die komplette Staffel gestorben. Also ich weiß. Sie ist einfach die ganze Zeit gestorben und du warst überhaupt nicht... Du konntest mit ihr nicht abschließen, weil du sie nie lieb gewinnen konntest. Und bei Rose haben sie ja so einen Mischmasch gemacht, weil die Fans so... Ja, Rose konnten sie gar nicht loslassen und dann mussten sie ihr noch einen Klon geben, damit sie ihren eigenen Doktor zum Vögeln hat. Ja. Whatever. Ja, das ist... Genau, Steffen. Genau so habe ich auch geguckt damals. Ja. So, wir sind durch, oder? Ja, genug. Wir sind durch. So, der Spoiler ist vorbei. Spoilern bitte. Keine Ahnung, was möchtest du? No spoilers. Das letzte Mal habt ihr die Sirene umgekehrt. Ui. 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 Ist das eine französische? Ui. 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 Ja, also ich habe... Zusammenfassung, River Song ist die geilste. Bin jetzt auch gnadenlos gespoilert worden, weil meine letzte Staffel war die mit David Tennant. Ja. Selbst schuld. Aber gut, ich meine, klar, selbst schuld. Und mit dem Namen kann ich dann zum Teil eh nichts anfangen. So. River kommt schon bei David Tennant. Aber ganz am Schluss. Ja, mit ganz Martha Jones, ne? Ist Martha mit ihm oder ist Donna in der Bibliothek? Es ist Donna. Donna es ist die Bibliothek. Donna Noble has been saved. War Rose, ne? Das war die Blonde, oder? Rose war die Blonde? Ja, Rose war die Blonde, die erste. Ja. Okay. Was haben wir denn noch? Deathstroke. Ich wollte über Deathstroke lästern. Gehen wir langsam nach Gotham, genau. So. Gut, Deathstroke. Auf dem Weg nach. Ich habe jetzt auch mal Deathstroke gelesen. Ich wurde dann jetzt informiert, dass das tatsächlich der erste Band ist, in dem er als Hauptcharakter seinen eigenen Band hat. Ich kannte ihn halt auch nur aus Nebendarsteller, Nebenbösewicht, der irgendwo mal auftaucht. Also vermute ich zumindest, dass es der erste ist. Also zumindest jetzt im New 52 auf jeden Fall. Ja, gut. Puh, ja. Ich würde gern was Nettes sagen, weil ich Deathstroke eigentlich cool finde an sich. Also immer so als Nebenbösewicht ganz gut. Dann sag doch erstmal das Nette. Also das Nette ist, die Action-Szenen sind wirklich gut gezeichnet und gut gemacht. Das ist sehr viel Action. Sehr, sehr viel Action. Das nicht so Gute ist, dass ich zu keinem Charakter was aufbauen konnte. Also darf ich spoilern, worum es grob geht oder wer grob vorkommt? Ich spoiler ganz grob. Es geht irgendwie darum, dass Deathstrokes Vater ein Oberböse-Mods-Typ ist, der Deathstrokes Sohn entführt hat, um dessen Kräfte zu benutzen, damit er irgendwie cool und mächtiger wird oder sowas. Ja, genauso, das ist, was bei mir hängen geblieben ist. So gut ist das Ganze nämlich aufgebaut. Und es springt random von Action-Szene zu Action-Szene und fängt damit an, dass Deathstroke dann irgendwie auf einmal aufwacht und jung ist und nicht mehr so viel Gedächtnis hat wie vorher, also Erinnerung,
Und Leute ihn jagen und andere und Leute jagen ihn nicht. Bruce Wayne. Ja, genau, er sieht aus wie Bruce Wayne, ja. Er ist jetzt nicht nur wieder jung, sondern er hat auch sein Auge wieder, weil das passiert einfach, wenn man... Es wird niemals richtig erklärt, wie das passiert ist, glaube ich. Vielleicht haben sie eine Tech-Bubble, aber es hat keinen Sinn gemacht. Und natürlich kann er mit den ganzen Leuten, die er trifft, auch nicht viel anfangen, genauso wie wir als Leser auch nicht. Ja, und dann hat er so Visionen von seiner Vergangenheit, also Erinnerungen halt, weil ihm ja was fehlt. Und versucht dem auf die Spur zu gehen und dann erfährt man halt diese komische Hintergrundstory mit seinem Vater und seinem Sohn und sein Sohn hasst ihn aber wohl auch und die Beziehung zwischen denen kommt nicht wirklich rüber. Ich habe die Emotionen zwischen denen nicht richtig kapiert. Ich habe nicht kapiert, also Deathstrokes Ziele und sonst was sind bei mir nicht angekommen. Ich habe keine Ahnung von seinem Charakter. Ja. Ich von seiner komischen Family sowieso nicht, weil die ja auch größtenteils nur in Backflashes vorkommt, die sehr auseinandergerissen wirkten. Cool war dann, als Harley Quinn und Batman auftauchen, weil ich gesagt habe, hey, cool, Leute, die ich kenne und mit denen ich was anfangen kann. Sonst sagt man ja immer so, ach ja, so diese prominenten Auftritte, muss das denn wirklich sein? Aber hier war es dann wirklich mal sinnvoll. Ja, weil die ganzen anderen Charaktere, also ich bin halt auch nicht so stark in der Comic-Szene drin. Sicher haben schon mal Leute von seiner Tochter zumindest, hat Steffen gesagt, hat er schon mal gehört und so. Aber ja, von dem Sohn halt, auch, ja. Die sind halt alle Nebencharaktere in irgendwelchen Comics oder Cartoons gewesen. Das heißt, man hat kein richtiges Bild von denen. Und sie werden nicht wirklich vorgestellt. Du kriegst kein richtiges Gefühl für sie. Und dieser Plot wird so reingequetscht zwischen die Action-Szenen. Du hast das Gefühl, eigentlich wollten sie nur Action-Szenen. Und dann haben sie gesagt, oh, warte, das ist der erste Band. Wir müssen ja da noch so einen coolen Plot reinbringen, damit die Leute dann am Ende, weil das Ende natürlich ein Cliffhanger ist irgendwie, so halb. Also fühlte sich an wie ein Cliffhanger. Ich bin mir nicht sicher, was in dem ganzen Comic passiert ist, wie gesagt. Und das nicht auf eine positive Art und Weise, leider. Aber man muss kurz dazu sagen, du kennst Deathstroke höchstens aus den Teen Titans Cartoons oder sowas, ne? Ja, so aus Cartoon-Adaptionen. Und vielleicht habe ich ihn bei ein paar anderen Sachen nicht mitgekriegt. Ich kenne ihn aus Arrow. Ja, das so, halt. Genau, da wollte ich gleich noch hin. Und der hat eine große Vergangenheit mit den Teen Titans in den Comics. Ja. Und daher kennt man dann auch logischerweise die Nebencharaktere, also im Grunde sein Sohn und seine Tochter, seine Kinder. Die kommen in Teen Titans aber nicht so wirklich vor, die werden höchstens erwähnt, glaube ich. Ja gut, es gab eine Inkarnation von den Teen Titans. Da, also du meinst, das ist die Zeichentrickserie schon wieder oder die Comics? Ich meine den Cartoon. Comics habe ich keine gelesen. Ja, also wie gesagt, ich beziehe mich jetzt halt bewusst auf die Comics. Kommen die immer mal wieder vor. Oder kamen immer wieder mal vor, so. Und wie gesagt, der große Obermods-Bösewicht, was hast du ja schon gesagt, sagte mir dann auch nichts. Also den kannte ich auch noch nicht. Und für Leute, die den Deathstroke nur aus Arrow kennen, ist der Comic nix, weil da die Charaktere, klar, es wird zwar erklärt, es sind Verwandte von ihm, sind Kinder und so weiter und so fort, aber die zu kennen, was sie für einen Background haben. Es wird auch nichts vorgestellt, welche Kräfte die haben. Es wird nichts erwähnt, es wird einfach komplett vorausgesetzt. Und ich finde, das ist einfach, das geht nicht in dem ersten Band von einem Charakter, das alles vorauszusetzen und nichts zu erwähnen, was sie, also... Ja, für die Comics. Ich weiß nicht, was sein Sohn kann. Er leuchtet und ist anscheinend mächtig. Ja, toll, wow. Ich habe keine Ahnung, was seine Kraft sein soll. Man muss immer unterscheiden. Comic-Fans von Deathstroke kann man das voraussetzen. Aber nicht Leuten, die ihn jetzt kennen über andere... Ja, du kannst aber auch nicht erwarten. Lass mich doch mal kurz aussehen. Über Zeichentrickserien oder andere Serien, wo er ein Nebencharakter ist. Dafür ist der Comic nicht gedacht. Das war auch nicht, was ich meinte, sondern einfach auch nicht jeder ist komplett im Comic-Universum drin. Leute fangen auch irgendwann mal an. Und vielleicht sagt jemand, hey, Deathstroke habe ich von gehört, der ist cool und will das damit anfangen, in die Comic-Szene einzusteigen. Und das ist Schrott. Du kannst nicht in meinem Charakter eine neue Comic-Serie anfangen, wo er der Hauptcharakter ist. Das muss ich mal erklären. Ja. Wer Deathstroke nicht kennt oder nur von anderen Sachen kennt, der fühlt sich da verloren in dem Comic. Ja, also wie gesagt, das ist nichts. Es sind auch die Fähigkeiten von seinem Sohn ist nicht erklärt. Es ist nicht erklärt, wer sein Vater wirklich ist und was die können und warum er unbedingt die Kräfte von dem Sohn braucht, wird auch nicht
wirklich erklärt. Also für mich war es nicht verständlich, warum die überhaupt alle hintereinander her sind. Und wenn sie das als Hauptplot nehmen, sollten sie es halt ein bisschen mehr ausbauen. Du kannst ja nicht... Toll, dann machen wir jetzt nur noch Comics für Fans von Dingen, in denen wir nichts erklären. Das kannst du machen, wenn die Serie schon läuft, aber du kannst ja nicht anfangen mit Band 1 und voraussetzen, dass alle... Ich will das nicht verteidigen, sondern es ist auch eine Kritik von mir. Ja. Also ist... Ich weiß auch nicht, ob es so geil ist für Leute, die Deathstroke gut kennen, weil ich fand, dass halt auch keine Emotionen rüberkamen. Also, ja, gut, das weiß ich jetzt nicht. Ich kenne die Charaktere selber auch zu wenig. Wie gesagt, ich weiß, dass die schon vorkamen. Vielleicht hat ja irgendeiner unserer Kommentatoren da mehr Ahnung. Gewisse Überschneidungen mit denen hatte ich auch schon. Und ich weiß zumindest, wer die alle sind. Das war es dann aber auch schon. Aber wie du schon gesagt hast, also als Einsteiger-Comic, natürlich denke ich mal, dass der Zeitpunkt, wo man das rausgebracht hat, auch so ein bisschen symbolisch dafür steht, dass man den Erfolg aus Arrow mitnehmen wollte. Und das gelingt mit dem Comic garantiert nicht. Ja. 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 Also, wie gesagt, aus Arrow wusste ich nicht mal, dass der einen Sohn hat. Oder Kinder. Genau. Ja, das wird da gar nicht. Ich kenne Deathstroke nur als Typ auf einer Insel, der irgendwie Gegengifte brauen kann und wo so ein Schwertchen hat und damit kann. Als der ultimative Gegenspieler von Arrow, in dem Fall. Ja, so. In der ersten Staffel. So, wie schon angekündigt, gehen wir jetzt wirklich nach Gotham. Ja. Und zwar nach Gotham. Wir gucken ja immer nur dann Serien, wenn wir sie dann auch irgendwo mit Untertitel finden können. Und das ist jetzt auf Netflix der Fall, zumindest die erste Staffel, die auch unfassbar lang ist, also irgendwie 26 Folgen, alle mit Untertiteln auf Netflix zu sehen. Alban, wie war denn dein erster Eindruck von Gotham? Sehr gut. Also mir hat der erste Eindruck war, dass mir das Casting sehr, sehr gut gefallen hat. Also die Schauspieler haben sehr gut zu den Charakteren gepasst. Mhm. Und da ich im Gegensatz zu den ganzen Marvel-Serien auch ein bisschen das mehr die Welt kenne, habe ich natürlich die ganzen Anspielungen hervorragend, also quasi instant verstanden. Und habe mich quasi nur noch darauf gewartet, was noch so alles an Insider-Häppchen zugeworfen wird. Mhm. Ich muss sagen, ich bin halt ein gigantischer Pinguin-Fan. Ich liebe den Pinguin noch viel mehr, als ich den Joker liebe. Und ich war so happy, dass er wirklich der Semi-Hauptbösewicht oder nicht mal wirklich Bösewicht dieser Serie ist. Denn er kommt einfach viel zu selten als... Also es wird immer in den Filmen, wenn er dann mal vorkommt, ist er immer nur so ein armer Nebencharakter, dem dann immer mal wieder... Oh, guck mal, der läuft komisch, meistens ist er dick. Und der kriegt gar nicht die Aufmerksamkeit, die er eigentlich verdient hat. Mhm. Denn er ist, so wie er jetzt in Gotham ist, einfach ein toller Taktiker, aber halt auch immer mal wieder Pech hat. Mhm. Das ist großartig. Also sehr, 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 sehr cooler Cast. Auch natürlich, man muss wissen, für die Leute, die Serie jetzt noch gar nicht gesehen haben, es geht um die fast schon Early Years, also es steigt damit definitiv ein, dass Bruce Waynes Eltern getötet werden. Mhm. Und Bruce Wayne sitzt als kleiner Junge dazwischen und ist nein! Kamera nach oben, Regen und oben sitzt bekannte eben Szene, Selina, die runterschaut und die ganz den Mord beobachtet hat. Mhm. Einige Sachen kennt man dann schon aus The First Year. Also es ist so ein bisschen, manches stimmt nicht. Also zum Beispiel wer war eigentlich Gordons erster Partner? Der Also, ich kenne natürlich nicht alle Varianten, aber die Variante, die natürlich im stärksten meiner Erinnerung ist, ist First Year von Frank Miller. Frank Miller, ja. Und da ist sein erster Partner, nachdem Gordon nach Gotham City kommt und zurückkehrt, ist Flash. Und der kommt in der Serie erst deutlich später vor. Und ist dann noch da? Der Böse und auf keinen Fall nicht, also nicht, er ist wirklich nicht, er ist halt ein Antagonist, der ist nicht böse, aber er ist auf einmal nicht, definitiv nicht sein erster Partner. Mhm. Sein erster Partner ist jemand, genau, Bullock. Generell die Aufmachung von Gordon, weil man sieht Bullock, das war so eine tolle Szene, man sieht Bullock an seinem Schreibtisch sitzen und er sieht halt
Gordon, dem älteren Gordon, etwas ähnlich. Und ich dachte schon so, oha, soll das jetzt Gordon sein? Und du denkst, könnte er das sein? Und auf einmal kommt dieser Jungspund um die Ecke und das ist halt Gordon. Und es ist wirklich sehr cast, ist großartig. Und der Gordon kommt hier aus dem Militär, glaube ich. Mhm. Gordon kommt aus dem Militär, Green Beret. Ja, Green Beret. Und er, das darf er jetzt auch mal. Also er darf jetzt mal jemanden aufs Maul hauen und er darf auch mal ein bisschen der Actionheld sein. Den jungen Bruce Wayne sehen wir halt dann an, sein Training zu beginnen, nachdem seine Eltern eben immer noch nicht, also der Täter, der Mörder seiner Eltern einfach immer noch nicht gefasst wird von der Polizei. Merkt man, wie in ihm die Frustration immer größer wird und er dann eben auch anfängt zu trainieren, am Anfang halt mit Alfred, mit ein bisschen, ja, ist das, Stöckchen hauen und balancieren auf hohen Sachen. Und Selina steht dann einfach nur daneben und ist so, das wird hier in Gotham überhaupt nichts bringen. Es ist, ja, also sehr, sehr hübsch. Selina muss dazu sagen, Selina Kyle, die spätere Catwoman. Genau, ja. Achso, Ja, gut, manches muss man ein bisschen Ivy erklären. Ivy kommt auch vor. Sie ist, Das hat ist einen auch, Gastauftritt, ne? Genau, sie ist das kleine verlumpte Mädchen, was da auf der Straße rumläuft mit roten Haaren. Generell kommen eigentlich müssen sie keine weiteren Charaktere erfinden, weil es ja aus der Batman-Suppe so viele Charaktere gibt. Das heißt, egal wer vorkommt, auch der Lab Assistant, also der die ganzen Analysen macht, das ist der Riddler. Und also er ist noch auf der Seite der Guten. Das Arkham Asylum wird jetzt erst aufgemacht. Das heißt, da werden noch Sachen jetzt vorgestellt, die dann später für den Batman-Arc wichtig werden. Also es ist eigentlich ein Fest für Comic-Fans von Batman-Fans, weil die hier im Grunde Charaktere in der Vorgeschichte schon entdecken können und die so ein bisschen zuordnen können auch. Also das wird ja nicht eindeutig gesagt, dass jetzt der Typ da in der Forensik der Riddler ist. Aber klar, man erfährt dann seinen Namen, Edward Nygma, und dann spätestens dann ist es klar, logischerweise. Aber auch so das ganze Getue schon vorher. Ja, es ist halt eigentlich von vornherein klar. Ich habe ja ein Rätsel für euch. Man kann halt so ein bisschen mit rätseln an der Stelle. Wer ist das jetzt und wer könnte das dann später sein und so weiter und so fort. Ja. Also wir warten ja noch auf Dr. Frost, aber ich glaube, der kommt gar nicht. Dr. Freeze. Freeze kommt er nicht? Weiß ich nicht. Also wir sind noch nicht so weit. In der Staffel 2 oder wann? Glaube ich erst. Generell ist es, die politischen Intrigen sind halt auch sehr cool. Also man weiß ganz genau, was jeder von denen will. Man hängt nicht so in der Luft wie bei jetzt den Marvel-Serien, wo man bei Jessica Jones einfach sehr viele Beweggründe der Protagonisten irgendwann nicht mehr nachvollziehen kann. Also bei Gotham ist es wirklich so, die haben einen sehr, machen das alles ziemlich klar, wo jeder hin will. Auch die Charaktere sind sehr, also einer meiner, mein Favorit ist ja Butch, der kleine Handlanger von der Fisch. Und also wir sind ja wie gesagt noch in Staffel 1, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ausgeht. Also das auch sehr schön geschauspielert und auch sehr... Ja, das muss man noch dazu sagen, mit Fish Mooney hat man jetzt einen Charakter reingebracht, den es glaube ich so im Comic noch nicht gab. Gibt es Fish Mooney? Also ich erinnere mich zumindest nicht. Die Namen kommen furchtbar bekannt vor, aber ich weiß nicht woher. Ja. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich mal was von, aber ich bin mir nicht sicher. Es kann auch sein, dass sie tatsächlich erfunden wurde. Ja. Man muss ja auch überlegen, es ist halt jetzt 20 Jahre her. Also der Batman, der jetzt da sind ja schon fast. Wie alt ist jetzt Batman? Mindestens 34, oder? Ja, das schwankt immer mal wieder. Ja. Also ja. Also das ist halt wirklich, da ist Batman halt 12, oder? Und das heißt, klar sind dann auch mal Leute da, die wir dann später nicht kennen, aber fast jeder, der eben tatsächlich eine Sprechrolle bekommt, ist irgendjemand, den wir dann später in den Batman-Comics dann auch kennenlernen. So ungefähr, ja. Was? Ja, okay. Und was wollte ich noch sagen? Also insgesamt eine wirklich gelungene Serie, die wirklich wieder immer wieder Überschneidungen bietet und ich weiß gar nicht, bei welcher Folge seid ihr jetzt, damit ich euch jetzt nicht groß spoiler, aber... Wir sind erst bei dem ersten großen Zwischenfinale, also im Prinzip direkt in der Hälfte der ersten Staffel, dort, wo Fish Mooney ihren Plan versucht umzusetzen, die hat doch die Lisa da, dem untergegeben. War es gar nicht so. Genau.
Ja. Also ihr hatte einen tollen Plan, um den Falcone, der damals noch an der Macht ist, aus dem Ruder zu heben. Und ja, also diese Intrigen zwischen den Mafia-Familien, die gab es halt damals schon, weil die wurden ja später in den Batman-Comics nochmal aufgegriffen. Aber später spielenden Batman-Comics. Was ich auch schön finde, ist, dass sie diese Stadt, die ja wirklich sehr kaputt ist, der Batman, der ja dann später kommt, der ist ja einfach, die Polizei kann nichts mehr machen. Er selbst ist halt eben dieser Rächer, der unterwegs ist und Leuten aufs Maul haut, weil er selber halt weiß, dass die Polizei in diese Verbrechen mit eingestrickt und verbunden sind und dass da so viele in der Tasche von den Gangstern sind. Und das Tolle ist, dass die auch wirklich sagen, seit dem Tod der Waynes ändert sich die Stadt und die Stimmung der Stadt wird immer düsterer. Und man hat richtig das Gefühl, oh, hier wurde wirklich ein ganz cooler Story-Anfang geschaffen. Also man hat das Gefühl, okay, jetzt am Ende, wenn die Serie endet, kann man das getrost an den Batman weitergeben. Also, weil es nicht... Das ist ja immer das Problem mit Vorgeschichten. Die können ja eigentlich nie gut enden. Also man darf ja den Tod der Waynes nie aufklären, weil es ist ja auch nie in den Comics auch nie aufgeklärt worden. Aber sie machen ja schon ziemlich krasse Andeutungen, wer es jetzt gewesen sein könnte. Zumindest halt jetzt bis Folge 13 hast du als Zuschauer immer noch das Gefühl, oh, dieser Mord, der könnte ja jetzt aufgeklärt werden. Es gibt halt einige Hinweise, aber offensichtlich müssen die sich ja noch im Sand verlaufen. Oder halt auch nicht, wer weiß, vielleicht machen sie auch was anderes. Ich meine, Star Trek tut das ja auch ständig. Na. Okay, noch was dazu? Nö, aber wir können gleich noch in Gotham bleiben. Wir können in Gotham bleiben, ja! Schau mal her. Ich habe die jetzt endlich mal gelesen. Und zwar ich habe nur zwei der mittlerweile drei erschienenen Bände von Batman 66. Der Sepp hatte die seinerzeit schon mal empfohlen und daraufhin habe ich mir den dann irgendwann mal gekauft. Dann hattest du sie mir ewig ausgeliehen. Genau. Und danach habe ich sie dann selber mal gelesen. Und wollen wir was, dann kennst du die auch. Dann können wir drüber reden. Ich habe ein bisschen, ich war etwas verloren da drin, wenn ich ehrlich bin. Ja, die ganzen, also die Serie, auf die sich diese Bände beziehen, gab es halt in den 60er Jahren. Und also 66 sehr wahrscheinlich oder so in dem Dreh. Und genau. Es ist halt ein Fest, ein Slapstick-Fest. Es ist ein Slapstick-Fest. Also, und die meiste Zeit fliegen Leute durch die Luft. Also hier setzen wir jetzt einfach mal voraus, dass die Hörer, die das einzuordnen wissen, auch die Serie kennen. Okay, jeder weiß, wovon wir reden. Okay. Der lustige Batman aus den 60ern, genau, mit Adam West. Und darauf bauen die Bände jetzt halt auf. Die schaffen das, diesen Humor zu transportieren von damals. Das möchte ich gleich mal vorwegnehmen. Allerdings fehlen da so ein paar Aspekte. Also gut, man kann natürlich sagen, das wäre jetzt vielleicht im Comic ein bisschen langweilig, wenn man es so gestaltet hätte. Aber die Serie war eigentlich immer so aufgebaut, dass die jetzt wenig Continuity hatte. Und jede Episode eigentlich ähnlich aufgebaut war. Nämlich Batman und Robin bekommen ein Notfalltelefonat über das rote Telefon. Rutschen die Stangen runter, werden zu Batman und Robin und jagen den Schurken. Der Schurke baut eine teuflische Falle. In dieser befinden sich Batman und Robin dann und dann ist Werbung. Ja. Und nach der Werbung geht's weiter und die beiden schaffen es mit ihren ultimativen Gadgets, sich aus der Falle zu befreien. Da gibt es eine Schlägerei und manchmal gibt es sie auch vorher schon, aber dann gibt es nochmal eine Schlägerei mit den ganzen Schurken, mit Kapau, Puff, Peng und so weiter und so fort. Flash, Boom, Bang, Pow. Pow ist unheimlich wichtig. Und natürlich hat Robin die Hotpants an. Und dann gelingt es ihnen natürlich, den Schurken dingfest zu machen. Das ist so der Grundplot von jeder Folge, kann man sagen. Das hat man jetzt hier ein bisschen aufgelöst in den Wänden, weil hier gibt es jetzt plötzlich sowas, tatsächlich so ein bisschen was wie sag du es bitte? Lalala. Continuity. Genau, das.
So, Kontinuität. So. Und fortwährend ins Plot. Genau. Splot. Was ich gleich mal sagen. Bisschen, ja. Also es ist natürlich immer so, dass natürlich jeder Fall für sich alleine erstmal soweit steht, bis auf den letzten Fall im zweiten Band. Da ist dann so ein großes, so ein großer Mesh-up aus verschiedenen Stories, die es vorher schon gab. So, du wolltest was sagen? Ich wollte sagen, dass es besser gezeichnet ist, als ich erst befürchtet hatte. Also es ist jetzt nicht der Creme de la Creme der Zeichnung generell, aber ich muss sagen, ich kaufe mir Batman-Comics, weil sie geil gezeichnet sind. Mhm. Viele Batman-Comics sind fantastisch gezeichnet. Mhm. Der ist auf einem definitiv soliden Niveau gezeichnet und das habe ich nicht erwartet, denn die Batman 66, ich hatte echt gedacht, da setzen die halt jetzt irgendjemanden ran, der dann welche dummen Comedy-Krempel runterzeichnet und am Ende hat dann irgendwie Batman sitzt dann in der Ecke und ihm fliegen Vögelchen über den Kopf oder keine Ahnung. Das ist so das Niveau, was ich erwartet hatte und das ist so nicht. Zwar ist das Kampau, Puff, Pau tatsächlich da. Hm, und auch aber das gehört ja auch dazu. Es gehört dazu und das Schöne ist, sie kämpfen auch so, als ob sie Schauspieler wären. Genau, das ist richtig. So lustig, als ob sie den Schlag nicht ganz durchführen und nicht ganz treffen dürfen. Das habe ich auch gemerkt. Die Action hat man tatsächlich zumindest vereinzelt. Ja, vereinzelt. Jetzt nicht überall. Man muss dazu sagen, fast jede Story ist von jemand anderem gezeichnet worden. Es gibt den einen oder anderen Zeichner, der sich wiederholt, aber ansonsten ist das fast also so eine Anthologie-Reihe, kann man so sagen, was die Zeichnungen angeht. Mhm. Aber wie gesagt, alle ziemlich gut. Genau, um deinen Gedanken noch kurz zu Ende zu bringen. Man sieht halt an einigen Stellen so, man hat das versucht zu transportieren, wie das halt damals war, also ohne groß Stunt und Action und so, also man hat natürlich Kampfszenen gesehen und so weiter und aber es wirkte halt immer etwas unbeholfen damals, das gehörte ja zu dieser Slapstick-Comic dazu. Genau. Und das hat man hier ganz gut reintransportiert eigentlich. Genau. Ja. Also hier sieht man halt auch wieder so einen Kampf, wo halt die Fäuste treffen überhaupt nicht und der hätte auch nie im Leben getroffen. Der Schwung geht halt genau vorbei. Und es macht halt trotzdem Wamm und der Typ tut trotzdem so, als ob er getroffen werde. Und hier der Joker tritt nach dem Batman, der steht aber fast eine komplette Armbeinlänge von ihm entfernt, wurde aber angeblich trotzdem getroffen. Dann sitzt er auf seinen Schultern und hält ihm die Augen zu. Es ist großartig. Also meine Vermutung ist ja wirklich die, dass die damals wirklich so meilenweit daneben getroffen haben, dass die deswegen immer die großen Texte drüber geblendet haben, damit man das nicht sieht. Wie gesagt, das tun sie hier halt. Die treffen sie sich auch nicht, aber halt aus Prinzip. Und die Action ist, wie ich ja schon gesagt habe, die meiste Zeit schweben irgendwelche Leute an Seilen in der Luft. Zumindest hat man das Gefühl beim Durchblättern, dass halt hier schon wieder der Batman, der keinen Bodenkontakt hat, sondern hängt an irgendwelchen Armen und Beinen und es ist toll. Ja, der liebe Matthias, den wir ja auch schon im Podcast hatten, der hat mir jetzt die komplette Serie als DVD-Box besorgt. Oh, großartig. Die bringt es mir nächste Woche mit. Das ist natürlich, da freue ich mich natürlich auch nochmal drauf. Da auch wieder hier, der nett Treffen einfach so. Das war ja immer so. Und witzigerweise sind viele der Charaktere auch so getroffen, wie sie im Film oder in der Serie waren. Ich denke, das war auch denen ihr Hauptaugenmerk, dass sie halt die Leute, die auch wirklich die Serie gut finden, dann damit auch fangen wollen und nicht halt nochmal irgendwas anderes erzeugen wollen. Selbst beim Joker, magst du dich erinnern, dass der hatte ja immer so einen leichten Bart noch stehen. Das war, glaube ich, ein Italiener, ne? Und drüber gemalt haben, so geil. Ja. Und der hatte also immer so einen leichten Bart stehen und drüber gemalt und selbst das hat man dann drin angedeutet. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich warte mal, das sieht man hier, glaube ich, ganz sehr lustig. Gut. Weil ich habe schon sehr, es gibt da einen Meme drüber, also einen Meme, dass der da immer den Bart hat. Sehr cool. Bei dem war es nicht. Das war der. Deswegen ist mir nicht. Das ist der erste Band, ne? Ja, da ist er. Genau. Auf dem Cover sieht man es schon. Das ist der erste. Genau, den ersten Band habe ich noch ein bisschen ausführlicher gelesen als jetzt den zweiten. Ah, wie gut. Ja, aber auch im ersten Band halt herrlich die Geschichte, als Batman dann nach London reist. Und was kriegt er spontan in London? Ganz spontan ein eigenes Batmobil auf englische Bauweise. Ja, Millionäre, die keine Millionäre sind. Und es ist egal. Ja. Er kann ja nicht ein normales Auto einsteigen. Wobei, also man muss auch sagen,
Man hat sich Mühe gegeben, dass man Figuren, die damals nicht in der Serie aufgetaucht sind, hier noch ein bisschen nachwirkend mit einzuführen. Also Harley Quinn ist zum Beispiel mit drin, im zweiten Band. Okay, da habe ich Wird da, oder wird da zumindest, sagen wir mal, angedeutet. In der letzten Geschichte wird sie dann so mehr oder weniger noch mehr in Richtung Harley Quinn gepusht. Sehr witzig gemacht, also schöne Umsetzung. Oder auch die Geschichte mit Red Hood, die da drin ist. Die Red Hood-Geschichte. Er nimmt ihm irgendwann einfach den Helm und verprügelt ihn mit seinem Helm. Super. Ja, Red Hood war ja eigentlich die Identität von Joker, bevor er der Joker war, zumindest in den Comics. Ja. Irgendwann und so in Killing Joke war das, meine ich, ne? Habt ihr das mitbekommen? Ja. Killing Joke wird es nochmal als Dings geben, als Verfilmung. Und Mark Hamill wird noch einmal den Joker sprechen. Ah, okay. Killing Joke gibt's als... Wird es jetzt geben. Aha. Er hat gesagt, er kommt nur noch dafür zurück, nur noch einmal. Mhm. Aber es muss der Killing Joke sein. Okay, gut. Dann bin ich gespannt. Ja, weil das ist wichtig. Gut. Dass der nochmal verfilmt wird, weil Red Hood gibt's ja schon einen. Mhm. Auch der ist ganz gut. Der ist aber eine Zeichentrickserie, also kein... Wenn halt Mark Hamill den Joker spricht, ist es so ein Animated Film. Alban, weißt du noch mehr über den Killing Joke, der kommen soll? Killing Joke? Joker? Killing Joke, ja. Ja, hast du noch mehr Informationen dazu? Nee, nur, dass es ist in Produktion. Mhm. Und so wie ich es verstanden habe, soll es 2016 released werden. Nee, ich war Mark Hamill, spricht den Joker. Ja. So, dann kommt noch Breedstorms Special und... Also ihr könnt jetzt einfach aufhören zuzuhören. Hallo, das gibt es sowieso nicht hier dran, das gibt es dann wahrscheinlich eh als Special, weil, okay. Als Special-Episode. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang die jetzt geworden ist, aber schauen wir mal. Eigentlich ist es eine kurze Episode. Wenn es dann wirklich noch ein Special gibt, also... Breedstorm hat sich heute wegen Krankheit abgemeldet, aber habe ich ja, glaube ich, schon gesagt, ein Special noch angekündigt mit dem Gast. Mal gucken, ob das klappt. Und wenn es klappt, dann gibt es das, wie gesagt, auch diesen Monat noch. Wir freuen uns auf jeden Fall wieder über Feedback. Auf jeden Fall, ja. Wenn ich dann Weirdmageddon durchgeschaut habe, werde ich natürlich auch nochmal dazu was erzählen. Ich glaube... Ja, hier sind alle noch so ein bisschen im Winterschlaf. Wir alle sind im Winterschlaf und wir haben auch gerade voll gut gegessen, ich glaube. Ja. Und es fehlen die Cookies heute, definitiv. Ja, die Energie. Die Zuckerdosis. Ich werde das nächste Mal mich wieder darum bemühen. Aber ich dachte nämlich, nach Weihnachten wollte ich euch das einfach mal ersparen. Ich möchte diesen Plätzchensturm, den wir bei uns hatten. Du wolltest nicht von dir auf andere schließen. Okay. Ich habe nur noch Küsschen. Wer möchte? Kennt nicht Küsschen. Küsschen wären ja cool. Nee, Moncherie. Ich habe nur noch Moncherie. Oh. Magst du Moncherie? Das sage ich nicht nein. Du kriegst nicht nur eins, du kriegst alle. Denn niemand sonst mag sie. Du kannst sie mitnehmen und deiner Freundin mitbringen. Genau, und sagen: Hey, Schatz, das ist nur für dich. Nee, die sind nur für mich, weil die ist die auch. Schatz, die habe ich nur für mich. Süßigkeiten. Aber der Flori ist doppelt. Nein, ich darf kein Alk. Er darf kein Alk, deswegen. Und wir selbst halt Alk. Das ist voll eklig. Die würden mich killen. Das ist voll eklig, die Dinge. Ich habe sie noch nie gegessen, deswegen. Ja. Verpasst du auch nichts. Herzlich willkommen zum Rent des Monats. Keiner sagt Moncherie. Nein, das ist... bitte keine Moncherie hierher schicken, danke. Keine alkoholhaltigen Pralinen, wir sind da kein Fan von. Außer Steffen. Nein. Es ist völlig... alle Pralinen sind hier willkommen, außer die mit Alkohol. Genau, die wollen mich nämlich besoffen sehen. Ja, wir füttern den Steffen mit alle Hohlpralinen, alle kriegt und wir kriegen dann den Rest und wir sind glücklich und rund. Und mit der knistert Pass. Hier. Wir müssen teilen. Ich habe so ein bisschen was Keksiges. So, jetzt zum Schluss werden noch die Süßigkeiten ausgepackt. Oh Gott. Und so. Die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Genau. Wahrscheinlich das ist kein Duplo, Leute. Das ist nicht echt. Das ist der Knusprig. Das ist nicht mal Twix, das ist aber auf jeden Fall kein Duplo. Das ist Speed. Es ist Speed. Leute, wir sind Speed. Oh.
Deswegen sind wir immer so fit und so gut drauf, weil wir uns für Speed reinziehen. Drogen, der Flori hat gerade lange Speedriegel in Teile gebrochen und die teilen wir uns jetzt hier. Ich mache mir langsam Sorgen um das Image dieses Podcasts. Ja, was? Image dieses Podcasts? Bitte schickt uns kein Alkohol. Mach ein Foto davon. Bitte genau, schickt uns kein Alkohol, schickt uns nur Speed. Super. Bin ich dafür lange Fingernägel am kleinen Finger und dann habe ich letztens gelesen, das ist der Drogenpinky. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon du redest. Habe ich auf Facebook gelesen. Okay. Also du nimm, die haben einen, langen kleinen Fingernagel und damit machen die dann die Drogen klein und schieben die zu einer Line zusammen. Da musst du nicht immer eine Karte dabei haben. Das ist für die Junkies, die immer bereit sein wollen oder so. Okay. Immer bereit. Ich fand es auch seltsam. Seid bereit, immer bereit. Ja, Facebook klärt uns auf. Ich meine, das sind nur die wichtigen Infos. Wofür man lange Fingernägel brauchen. Bitte was? Narf. Der Plattenspieler hat gerade eine. Das ist der Oni-Spieler, der ist kaputt. Der Oni-Spieler ist immer kaputt. Ja. Da läuft immer irgendein Schwachsinn drauf und man kriegt ihn nie aus, außer man gibt Oni Schokolade. Nimm doch. Ich bin schon jetzt dran. Speed. Speed ist eine gute Verdauungshilfe. Das glaube ich auf Anhieb. Dann nimmt man bestimmt auch gut ab mit. So. Oh, es tritt Stille ein. Wir gehen jetzt in der Verabschiedungsrunde. Auch so. Wir machen jetzt auch eine Verabschiedungsrunde. Wir müssen jetzt alle erst nochmal in das Ding. Genau. Speed ist das Beste, was ich jemals hatte. Der Flori weiß, wo man die richtigen Speeds herkriegt. Knuspriger Keks und zarter Karamell. Okay. Er will kein Speed? Was ist los mit dir? Warum willst du kein Speed? Ich bin ja so der Crack-Mensch. Cracker. Polly will Crack. Was geht jetzt schon wieder? Kennst du nicht den Comic mit den Papageien? Der eine sitzt normal und sagt, Polly will ein Cracker. Und der andere hängt mit dem Kopf runter. Crack! Polly will Crack! Nein, ich kenne ihn nicht, aber jetzt kenne ich ihn. Oder so. Den kannst du sowas nicht kennen. Das ist, du bist doch allgemein Kulturwissen. Ja. Genau, so. Kulturwissen. Oh. Voll off topic. Ich habe meinem Vater. voll off topic, das sind wir ja nie. Ich habe meinem Vater den neuen Asterix geschenkt und er hat sich voll gefreut. Und diesmal habe ich ihn alleine geschenkt. Den letzten Asterix habe ich. Mein Vater packt Asterix aus. In Softcover. Und ich denke nur so, ich habe ihm doch den in Hardcover geschenkt. Und zwei Minuten später. Das wird sogar schon mal erzählt. Den packt er aus. Hardcover. Na toll. Dieses Mal war ich alleine. Und ich habe ihm auch noch was gezeichnet. Ich habe ihn als Lauffix gezeichnet und meine Mutter als nasse Miene. Es hängt schon am Kühlschrank. Ich möchte sowas auch. Man muss wissen, dass meine Mutter einen Aqua-Jogging-Kurs gibt. Ah, okay, jetzt. Nasse Miene. Wir haben ewig über diesen Namen diskutiert. In der Nahrungskette. Kennst du es? Nein. Ja, jetzt habe ich mal einen gebracht, den ihr nicht kennt. Ha, ha. Oh, lustig. Uhu. König der Löwen. Achso, Nahrungskette. Was? Ja. Aber es ist doch nicht lustig. Was ist das? Doch. Timon. Von wegen, er steht ganz oben in der Nahrungskette. Okay. Ja. Kommt gut. Aber, wie gesagt, ich hänge an einem Kühlschrank. Wir versinken, yam, yam, hier im Schinken, yam, yam. Ja. Alle wollen Schweine sein. Hey. Ach, schöner könnte so ein Podcast nicht aufhören, oder? Wie hat er mich genannt? Es ist das erste Mal, dass ein Disney-Charakter pupst. Ja, tatsächlich. Mhm. Oder? Ja, revolutionär. Ich glaube. Ja. Reflux. Ich habe vor kurzem lustige Lion King Facts gelesen. Bevor jetzt die lustigen. Gar ist der einzige Löwe, dessen Krallen man immer sieht. Soll ich weitermachen? Nein. Ja, mach meine. Ich bin Please. Don't
Kids Club. Flossen in einem Disney-Film schon? Ja. Ja. Mhm. Einer der Raupen, die der Typ essen will, hat Mickey Maus. Ja, der holt doch auch so eine Baumstamm. Aus dem Baumstamm holt er doch so Raupen raus und einer davon hat Mickey Maus. Hidden Mickeys. Oh, geil. Muss ich angucken. Ja. Muss ich immer wieder gucken. Muss ich mir überlegen. Da waren richtig viele Facts. Ach genau, sie mussten ein eigenes Computerprogramm schreiben für die ganzen Büffel oder diese Viecher da. Das musste ja schon. Weg runter, damit sie auch nicht ineinander kollidieren, weil das war das größte Problem, dass du dann halt irgendwelche 50 Minuten musst. Sie haben ja extra für Frozen eine neue Engine zusammengebastelt, um den Schnee richtig da zu Dann kommt von Warner Brothers 3 Monate später ein anderer Film, auch in Schnee und Eis, und es sieht so viel geiler aus. Was? Ja, da haben sie die Schnee-Engines verglichen und die Schneebilder, und die Frozen sieht es halt eigentlich nicht so. Das ist jetzt aber nicht fast. Ne? Keine Ahnung, ich kenne den anderen bitte Film. Bitte kein Hate-Mail schicken. Frozen ist super, Frozen ist toll. Das Lied von der Eiskönigin kam immer solide. Mal in der Morgen. Guten Morgenschleife von Alice. Ja, das Lied von der Eiskönigin war irgendwann nervig. Ja, also ich habe es erst 2-mal gehört. Ich finde es schön. Let it stop. Das ist, please das stop. Das ist gar nicht. Doch das ist das Lied. Ach so, dann habe ich ein anderes gehört. Irgendwas mit den Favorite Things. War das es nicht? Nee. Florian, ne? Der ist immer voll wahrscheinlich im Neuzeit. Redet er von Frozen, was irgendwie 1979 war. Ja, vermutlich. Natürlich sein. Ja, es gab ja schon mal ganz viele. Aber darf man ja, wenn man nichts verändert. Ne? Aha, das ist schon mal wichtig für die Google-Suche. Parodie darf man. Die Eiskönigin gibt es in verschiedenen Aufmachungen. Okay, wir reden durch. Dann muss ich wohl den Himmel fragen. Warte mal, ob sie das Lied hat. Oder woher er das Lied hat. Ja. Okay, jetzt. Fertig? Kammern darf man ja. Wir machen mal eine Sonderfolge, wo wir die ganzen Disney-Lieder nachsingen. Ja! Wir dürfen das, wenn wir Parodie sind. Wenn man covert, muss man Zeug zahlen. Aber wir sind eine Parodie, wir sind so schlecht, das kann man nicht als Cover bezeichnen. Wenn du coverst und nichts veränderst. Wie wollen wir denn nichts verändern? Wir können es auf Radio X machen, da haben wir die GEMA-Gebühren schon drin. Am Text und an der Melodie veränderst du erstmal nichts. Die Melodie wird... Was? Radio X zahlt eine GEMA-Pauschale, da kann man das tun. Wir dürfen wieder singen. Leute, freut ihr euch auch? Wir singen ja auch nicht selber. Karaoke. Wir singen ja selbst. Ja, aber auf Radio X können wir es tun. Alban macht dann hier den Beat drunter, ein bisschen Beatboxen. Ach, so meinst du das? Ohne, dass wir uns jetzt vorhaben. Hakuna Matata. Jetzt haben wir Startkette. Probier es mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Da bleiben sie die ganzen Sorgen in der Sonne. Und wenn du stets gemütlich bist, mit diesem Podcast holen wir Pridi ab. Die Mangeries, die haben geholfen. Leute, schickt Steffen Mangeries, wenn ihr das gut fandet. Ansonsten auch. Die bleiben aus, die Mangeries. So. Also. Mit vollem Mund sage ich. Ich gebe mal in die Runde. Jeder sagt mal Tschüss. Als ob ich 5. Nein, okay. Auf Wiedersehen. Bis in den Februar. Macht's gut, Leute. Und du darfst ruhig noch mal ein bisschen näher anfangen. Albert, Crack! Ich bin laut genug, es ist okay. Macht's gut. Ich bin laut genug, ich höre, wie es ist. Albert, mit Crack! Albert, mit Crack! Albert, sag mal Crack. Tschüss! 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 Die winken bringt nichts. Die haben kein Winken. Darf ich es kurz beschreiben? Dieser plüschige Fellball dort hinten winkt euch. Ich winke so laut, dass man es hört. Das ist nicht Winken. Das ist nicht Winken. Du hast es falsch verstanden. Das ist dasselbe wie High Five ins Gesicht. Nicht so. Ah, schön. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Ja gut, jetzt alle halt mal winken. Was soll's? Yay! Ja, alle winken. Bye. Ich wähle mit dem Taschentuch, ehrlich. Tschüss. Wo ist das Crack? Was? Mach mal aus.
Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.